Ich bin kein Ökonom und ich möchte heute Abend eigentlich den Beweis erbringen, dass man an sowas auch ganz naiv rangehen kann oder sollte. Naiv heißt ja nicht blöd. Naiv heißt mit der frechen Unvoreingenommenheit eines Kindes und sagen, warum eigentlich? Ich möchte dazu anfangen, gleich ein bisschen plaudern. Ich mache jetzt eine Klammer auf. Ich plaudere jetzt. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr habt, wie langweilig das heute Abend wird. Ich bin da ganz flexibel. Also ich habe heute Abend keinen Termin mehr. Meint es ganz Doch, nett. ich bin Nee, jetzt nee, zum aber Essen kein, gehen. ja, Essen gehen, klar. Ich mache das immer so, ich halte hier keine Vorträge. Ich mache auch kein Proseminar in Ökonomie. Es wird hoffentlich kurzweilig, aber trotzdem sehr verständlich. Oder deswegen sehr verständlich. Ich werde ein bisschen lesen aus diesem Schinken, den er eben angekündigt hat, Anarchie. Okay, aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen plaudern über Ökonomie. Da plaudere ich mal aus der Familie. Fange ich mal mit Vati an, mein Vater. Mein Vati lebt nicht mehr. Mein Vater war ein richtiger Sozialdemokrat. Ich denke, einige von euch wissen, was ein Sozialdemokrat ist. Die sterben zwar langsam aus, aber die gibt es noch. Mein Vater war so ein richtiger alter, echter Sozialdemokrat mit einem Blaumann, mit dreckigen Fingernägeln. Und er war ein Linker, war immer solidarisch, auch als ich Anarchist wurde. Ich bin mit 16 Anarchist geworden, bin ganz, ha, Papp, Vati, ich habe was entdeckt, Anarchie ist super. Und habe ihm das kurz erklärt, was das ist. Und dann hat mein Vater mir die ernüchterndste und kürzeste Definition von Anarchie gegeben, die ich jemals gehört habe. Er sagte, Anarchie ist Quatsch. Ein Wort, Quatsch. Er sagte das Folgende, also erstens, das mit der Solidarität kannst du dir abschminken, irgendjemand wird dich immer ausnutzen und du wirst als Idealist da scheitern, du musst schon sehen, dass deine Schäfchen das Trockene bringst. Sozialdemokrat. Und zweitens hat er gesagt, klingt alles toll, ist alles sympathisch, aber ohne Chefs wird es nicht gehen. Ich mache es jetzt ganz kurz. Ich komme jetzt zur Wichtigkeit von Ökonomie. Meine Mutter wurde Anarchistin, mein Bruder wurde Anarchist, Vater nie, hat alle meine Bücher gelesen, war stolz. Ich habe, als er starb, gesehen, dass er sehr viel drin rumgemalt hat, er hat das alles wirklich gelesen. Hat er immer gesagt, ja, Papier ist geduldig und labern kannst du gut, aber klappen wird es in der Praxis nie. Als wir dann nach einigen Jahren, Jahrzehnten frustrierender Polittätigkeit, man ging auf jede Demo, machte alles mit, jede Diskussion, jede Mode. Man war immer nur irgendwo dagegen und irgendwann habe ich gesagt, warum sind wir eigentlich immer dagegen? Wofür sind wir denn eigentlich? Können wir den Leuten nicht sagen, was wir eigentlich wollen? Und wenn das so ist, kann man das nicht auch einfach vorleben? Oder einfach natürlich nicht, weil wir leben ja immer noch im Kapitalismus, es ist ganz schwer, sowas vorzuleben. Aber wenn, dann müsste man das doch auch anfassen können. Das ist der Ursprung dessen, was du eben erzählt hast. Projekt A ist eine Idee, Mitte der 80er Jahre entstanden. In Neustadt, wo ich lebe, feiern wir dieses Jahr 20. Geburtstag im Oktober oder November. Da dürft ihr auch kommen, da machen wir eine große Podiumsdiskussion und versuchen da auch eine Aufarbeitung zu machen, auch unserer Fehler und Krisen. Es ist also nicht immer super gelaufen, ganz im Gegenteil. Ja, und ich, lange Rede, kurzer Sinn, meine Lebensgefährtin, damals Krankenschwester, lernte in unserem Projekt A, also in einer Schreinerei, in einer selbstverwalteten Schreinerei, Umschulung als Schreinerin, machte ihr Gesellenstück, kriegte ihren Titel, Klammer auf, wobei damals alle Frauen, die Männerberufe hatten, immer eine Note schlechter kriegten bei Industrie- und Handelskammer, das war so, Klammer zu. Und natürlich kamen meine Eltern zu Besuch zum Feiern, wir feierten das. Und jetzt stellt euch vor, mein Vater als alter Handwerker kommt in diese Werkstatt, schaut sich um, ist völlig erstaunt, dass die Werkstatt ordentlich und aufgeräumt ist. Er wurde ganz bleich. Er hat sich unter Anarchisten sowas anderes vorgestellt. Und dann hat er diesen Schrank examiniert. Ganz kritisch. Sind die Winkel in Ordnung? Quietscht er? Sind die Verzapfungen fachmännisch oder fachfreuisch gemacht? Und dann hat er alles für gut befunden und dann war er richtig erschüttert. Positiv. Und dann nahm er mich konspirativ zur Seite und sagte, haben die hier wirklich keinen Chef? Und er hat gesagt, nö, das ist halt ein selbstverwaltetes Kollektiv und bla bla bla. Und dann sagte er den bemerkenswerten Satz. Dann kann das mit der Anarchie vielleicht doch funktionieren. Was heißt das? Das heißt, dass die allermeisten Menschen, auch wenn ich noch so schöne Bücher schreibe, sich nicht über Theorie, über Argumentationsketten, über Worte, Filme, Internet, Foren, Websites überzeugen lassen, sondern einfach
durch das gelebte Beispiel, was ein normaler, simpler Mensch, der sich überhaupt nicht für Politik interessiert, anfassen kann. Das ist die Philosophie, die hinter unseren Projekten steht. In unserem Projekt wird niemand gefragt, bist du Anarchist? Wir haben anarchische Strukturen. Wer da drin leben will und sich wohlfühlt, ist für uns hinreichend Anarchist. Ob der ein Hardcore-Antifa ist oder ob der spirituell unterwegs oder an einen lieben Gott glaubt, das spielt für uns keine Rolle. Bei der Frage, willst du herrschaftsfrei leben? Und wir glauben, wenn Anarchie wirklich ein Modell für die Menschheit sein soll und nicht für irgendwelche paar Leute im Ghetto, im linken Ghetto, dann muss es so funktionieren mit dieser Toleranz. Und es kann auch nicht anders funktionieren, weil sonst für die Menschen auch nicht attraktiv wäre, so zu leben. Zweites Beispiel, Ökonomie, Familie, ich bleibe immer in der Familie, mein ältester Sohn ist 31, der macht gerade seinen Doktor in Volkswirtschaft, ist aber jetzt schon an seinem Beruf eigentlich ziemlich verzweifelt, weil er eigentlich merkt, dass alles diese Theorien, die er lernt, mit der Realität wenig zu tun haben und auch kein Steuermechanismus überhaupt funktioniert. Wir diskutieren natürlich sehr viel oft miteinander und ich habe noch eine kleine Tochter, eine Nachzüglerin, die ist jetzt gerade 12 geworden und wenn wir diskutieren, setzt sie sich oft dazu. Und wenn wir dann darüber diskutieren, und jetzt oute ich mich ein bisschen, ich habe Landwirtschaft studiert, also Agrarökonomie, also auch Ökonomie war auch Teil dieses Studiums. Als studierter Landwirt weiß ich natürlich, dass man die Menschheit sehr wohl und relativ einfach ernähren könnte. Und dann fragt meine Tochter ganz naiv, ja warum macht man das denn dann nicht? Und dann wird es schwierig. Dann versuchen mein Sohn und ich ihr zu erklären, dass das sich nicht lohnt. Dass es im Kapitalismus überhaupt keinen Sinn macht, Menschen, die kein Geld besitzen, zu ernähren, weil das kein Markt ist. Und da sagt meine Tochter, das ist ja bescheuert. Das ist ja total bescheuert. Warum kann man das nicht anders machen? Jetzt versteht ihr vielleicht, was ich meine mit einer naiven Herangehensweise. Wir sind so verkleistert, wir sitzen so vor diesem hohen Thron der Wissenschaftlichkeit und sagen, oh, es wird schon alles, die Fachleute werden das ja alle schon wissen, bla bla bla. Aber wir schaffen es nicht, 3 Schritte zurückzugehen und zum Beispiel zu sagen, wir sitzen auf einem Schuldenberg, von dem wir alle wissen, niemand wird ihn jemals bezahlen können. Niemand. Wir haben ein exponentielles Wachstum der Zinslast. Exponentielles Wachstum ist ein dermaßen absurdes Ding, das gibt es in der Natur, meines Wissens nur einmal. Das ist Krebs und das nennt man mit Recht eine Krankheit. Wir haben also ein Wirtschaftssystem, was auf recht unsinnigen Prämissen aufbaut und zum Teil auf völlig unbewiesenen Sätzen. Ich hatte neulich das Glück, war in Graz auf einem großen Musikfestival eingeladen, da ging es auch um Anarchie und auf dem Podium saß der Gründer von Attac Österreich, ein Ökonom, saß noch ein Naturwissenschaftler, ein Neurobiologe da und ja, der Österreicher sagte also so, ja, ich bin ja kein Revolutionär, ich bin ja Demokrat, aber meine Wirtschaftsvorstellungen laufen schon auf anarchische Modelle rauf, weil anders geht es ökologisch überhaupt nicht. Und der Neurobiologe sagte, ja, sagt er, wir haben ja immer generationenlang angenommen, dass Konkurrenz das leistungsfähigste Modell sei. Wir haben lange gebraucht, bis wir irgendwo mal gesehen haben, das ist ein völlig unbewiesenes Axiom der Wirtschaftswissenschaftler. Ist überhaupt weder empirisch noch sonst wie nachgewiesen. Wir sind mittlerweile, und nicht nur die Neurobiologen, mittlerweile weiß man das ja, es ist ja sehr im Kommen, dass Kooperation in der Biologie, in der Wirtschaft unterm Strich das sehr viel effektivere Modell ist, nur glauben wir das nicht, wir haben eine andere Religion. Ich nenne das Religion. Überall heißt es, Konkurrenz bringt die besten Ergebnisse. Ja, macht die Menschen glücklich, bla bla bla. Das ist ein wenig so zur Illustration die Herangehensweise heute Abend. Ich erzähle noch eine dritte Geschichte, die aus meinem Studium kommt. Eine Anekdote. Mein Studium liegt immerhin schon 35 Jahre zurück. In Gießen habe ich studiert. Und da hatten wir damals ja auch schon, da kamen schon die ersten, sage ich mal so, von der Milton Friedman-Ecke, so die neoliberalen, die eingeseiften Yuppies, so die kleine Professur mit 28 schon hatten und an diesen ganzen Kram wirklich geglaubt haben. Und wir hatten so auch so einen Professor und das war so lustig, also alles, was er erzählt hat, das stimmt doch, das ist doch alles Quatsch, stimmt doch überhaupt nicht in der Wirklichkeit. Ah, es sind doch nur Theorien. Und der wurde mal irgendwann krank und dann kam zur Vertretung ein alter emeritierter Professor, damals hieß das noch Nationalökonom, Volkswirt, und der hat seine Vorlesung übernommen. Und der sagte irgendwann den launischen Satz, den ich damals überhaupt nicht verstanden habe. Meine Herren, wir waren damals fast nur Männer. Meine Herren, Sie werden das noch erleben. Dass das Unglück angefangen hat, als man aus den Bilanzfälschertricks der Buchhalter
und den dummen Sprüchen der Werbefuzis eine Wissenschaft namens Betriebswirtschaft geschustert hat, die nie eine Wissenschaft war und auch nie eine sein wird, sagte er. Punkt. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe gesagt, der spinnt. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich genau, was der gemeint hat. Ist mir völlig klar, dass also dieses BWL-Controller-Yuppie-Denken die ganze Welt beherrscht. Ihr braucht nur die Zeitung zu lesen. Jeden Tag irgendwo findet ihr etwas, das rechnet sich nicht. Das muss man abschaffen. Leider ist es noch nicht so konsequent, dass man sagt, wir schaffen alles ab, was sich nicht rechnet. Da wäre die Bundeswehr zum Beispiel dran. Ich glaube, die Bundeswehr baut die teuersten Schulen der Welt in Afghanistan. Es wird überall da angesetzt, wo es den Menschen wehtut, wo es ins Humane einschneidet. Ich glaube, da brauche ich hier nicht weiter reden. Es sind ja auch Leute von Attac hier dabei. Ich glaube, wir kämpfen da alle einen gleichen Kampf. Ob das nun um Trinkwasser geht oder um Selbstverwaltung, um soziale Dienste oder um überhaupt menschlich Leben. Ich denke, das ist eine sehr ansteckende Krankheit, dieses BWL-Denken. Selbst die Nationalökonomen lassen sich anstecken und denken mittlerweile zunehmend nach diesem Muster. Und ich möchte euch das illustrieren anhand meiner ersten Lesestückchens aus Anarchie. Wobei ich auch sagen muss, ich werde viele Themen berühren, über die ich gerne eine Stunde noch reden würde. Am liebsten würde ich das ganze Buch vorlesen, aber es dauert ja ein bisschen lange. Es wird natürlich noch viele Fragen auftauchen, ob so eine Wirtschaftsform, wie wir vorschlagen, funktionieren kann. Ich werde mal schauen, wie weit ich komme. Den Rest könnt ihr dann gerne nachlesen. Ihr müsst das Buch übrigens nicht kaufen. Es steht in ganz vielen Bibliotheken. Da kann man es ausleihen. Und wie du sagst, der größte Teil steht auch im Internet zum Runterladen. Das kostet gar nichts. Ich möchte das mal klar machen an dem Beispiel Ökologie. Ich halte das deshalb für ein ganz wichtiges Beispiel, weil ob wir nun Anarchisten sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ökologische Fakten, von denen sind wir alle abhängig. Auch Faschos sind von ökologischen Fakten abhängig. Auch Buddhisten, auch Anarchisten, egal wer. Die ganze Menschheit ist von ökologischen Fakten abhängig. Und das Dumme ist, dass die ökologischen Fakten die Natur von Ökonomie nichts versteht. Die ist so doof, die Natur. Die kapiert unsere Ökonomie nicht. Um das mal das Wechselspiel klar zu machen, lese ich euch mal den ersten Teil vor. Also, wenn wir ein jährliches Wirtschaftswachstum von 3% annehmen, wie es unsere Regierungen und Volkswirtschaften anstreben und viele Staaten um ein Mehrfaches übertreffen, erschreckt das nicht mal die Umweltschützer. Das klingt wenig und erscheint harmlos. Die meisten Menschen freuen sich sogar, denn Wachstum ist ja gut. Machen wir uns aber klar, was das bedeutet, so sind das nach nicht einmal 25 Jahren 100%. Also doppelt so viel Straßen, Häuser, Fabriken, Autos, Betonflächen, Kampfflugzeuge und Ferienjets am Himmel. Vielleicht auch die doppelte Zahl an Unfallopfern, Krankheitskosten, Sondermüll, Pestiziden, Ölverbrauch und Umweltschäden. Doppelte Vernichtung von Wiesen, Wäldern, Fischbeständen, Grundwasser, Atemluft. Gewiss, es bedeutet für manche vielleicht auch einen doppelten Wohlstand. Er kauft jedoch mit doppelt so viel Versicherungen, Steuern, Ärger, Kleinkrediten, Stress, Krankheit, Frust und psychosomatischen Reha-Maßnahmen. Anderswo gibt es vielleicht doppelt so viel Hungertote, aber das ist ja zum Glück weit, weit weg. Aber wir, sind wir am Ende vielleicht doppelt so glücklich? Bringt uns das alles eine Verdoppelung der Lebensqualität? Eher wohl eine halbierte. Innerhalb einer Generation läuft es auf doppelten Konsum hinaus, bezahlt mit der Verdoppelung all der Scheiße, die mit dranhängt. Das ist nicht nur teuer bezahlt, das ist unbezahlbar. Denn die Natur interessiert sich weder für unseren Wohlstand, noch für unsere Kontoauszüge oder unsere statistischen Rechentricks. Ökonomie ist ihr egal, sie kippt einfach um. Natürlich sind das nur theoretische Zahlen, nicht alles verdoppelt oder halbiert sich. Aber wenn ich mir meinen Straßenatlas hernehme und ihn mit dem von vor 25 Jahren vergleiche, dann weiß ich, wohin die Reise geht. Wie sehr unsere falsche Ökonomie auf die Ökologie wirkt, zeigt sich auch daran, dass jede Maßnahme des Umweltschutzes, wobei für mich Umweltschutz nicht gleich Ökologie ist, des Umweltschutzes einzig und allein über die Argumentation mit Geld verwirklichbar scheint. Nur dann wird etwas unternommen, wenn es sich rechnet.
Steuervorteile, Subventionen, Abschreibungen, finanzielle Anreize, Arbeitsplätze, das sind die Bonbons, die ausgelegt werden müssen, damit einiges wenigstens etwas weniger schädlich gemacht wird. Dass sich Staaten unter Strafandrohungen in Sexualpraktiken, in Ordnung auf Friedhöfen oder Bekleidungsvorschriften einmischen, erscheint uns normal. Das ist betriebswirtschaftlich auch neutrales Terrain. Dass sie aber unter Strafandrohungen verbieten, dass jemand unsere Atmosphäre zerstört, ist offenbar undenkbar. Das könnte ja wirtschaftliche Verluste bedeuten. Der Staat hat keine Probleme damit, seinen Bürgern zu verbieten, ihre Abfälle in die Gosse zu entleeren, ihre Mitmenschen mit Gift umzubringen oder im Wald einen Baum zu fällen. Und er hat recht damit. Fordern dieselben Bürger jedoch, er möge doch endlich der Schwerindustrie moderne Filteranlagen zur Pflicht machen oder den Autokonzernen den Bau von sparsamen Automobilen, dann druckst er herum und lächelt verlegen. Das eine könne man doch der Industrie nicht zumuten und das andere ließe sich auf dem Markt leider nicht durchsetzen. Denn das würde der Kunde nicht hinnehmen. All das, so argumentiert der Staat, wäre doch viel besser vernünftig zu regeln, das heißt über den Markt. Durch den Handel mit Verschmutzungsrechten zum Beispiel oder steuerliche Anreize. Das ist eine abenteuerliche Argumentation. Man muss sie sich nur einmal konsequent zu Ende denken. Was wäre gewesen, wenn sich die Sexindustrie gegen die Strafverschärfung zur Kinderprostitution mit dem Argument gewehrt hätte, dass sich dieses auf ihrem Markt leider nicht durchsetzen ließe und von den pädophilen Freiern nicht angenommen würde? Hätte man das Gesetz dann dennoch verabschiedet, gegen alle Regeln der ökonomischen Vernunft? Oder wäre man auf die vernünftigere Lösung verfallen, nämlich die Marktlösung, zum Beispiel einen Handel mit Kinderfickrechten aufzuziehen oder dem Kindersexkunden Steuervorteile anzubieten, wenn er beim Finanzamt einen beglaubigten Nachweis über die Reduzierung seiner entsprechenden Sexualkontakte einreicht? Jeder Jurist würde mir erklären, dass dies nicht vergleichbar sei. Und könnte mir aus dem Stand die Begründung liefern, weil Kinderprostitution sittenwidrig und daher ein Verbrechen und deshalb verboten ist. Und genau das ist das Problem. Die Zerstörung der Atmosphäre ist weder sittenwidrig, noch ist sie ein Verbrechen und offenbar lässt sie sich nicht verbieten. Der Staat, per Grundgesetz verpflichtet, das Leben, die Unversehrtheit und die Würde seiner Bürger zu schützen, sieht sich nicht in der Lage, diese Bürger auch vor der Vergiftung ihrer Umwelt zu bewahren. Dabei ginge es ja nicht einmal um ein Verbot. Es ginge lediglich um eine Reduzierung, die technisch ohne weiteres machbar wäre, aber eben nicht wirtschaftlich. Seit man mit dem Billigflieger für 9 Euro von Frankfurt nach Mailand zum Weekend-Shopping und zurückfliegen kann, und Millionen moderner Menschen das auch tatsächlich tun, hat sich die Schadstoffproblematik der Atmosphäre dramatisch zugespitzt. Der Ausstoß von Treibhausgasen im Flugverkehr, so sagen Experten, würde sich bis 2020 mehr als verdoppeln. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass in den schicken Jets aus Kostengründen noch immer das allerdreckigste Kerosin verbrannt wird, und zwar nach wie vor steuerfrei, weil man nämlich, so sagt die Regierung, der Tourismusbranche eine Besteuerung nicht zumuten könne. Dennoch hat der Staat gehandelt. Die Antwort darauf kam spät und fiel so aus, wie zu erwarten war. Der Luftverkehr wird jetzt auch in den Handel mit Verschmutzungsrechten einbezogen. Zum Schutze des Klimas. Die Lobby der Billigfluganbieter hat gegen diese Pläne natürlich heftig protestiert und zog in Brüssel alle denkbaren juristischen Register. Ihr Argument war frappierend. Die Maßnahme könnte ein Hin- und Rückflugticket zwischen 2 und 9 Euro teurer werden lassen. Und das ließe sich beim Kunden nicht durchsetzen. Nichts macht die Diktatur der Ökonomie und die Hilflosigkeit des Umweltschutzes so augenfällig wie die Idee mit dem Handel von Verschmutzungszertifikaten. In ihr triumphiert die Denkweise von trickreichen Bilanzbuchhaltern, Börsenzockern und BWL-Fachidioten endgültig über den gesunden Menschenverstand. Es ist völlig gleichgültig, wer, wann, wo und warum das CO2 in die Atmosphäre bläst und in welchem Kassenbuch es kontiert wird. Es kommt auf die Summe an. Und die wird nicht geringer, wenn irgendwelche Menschen auf der Erdoberfläche irgendwelche Papierstückchen austauschen. Sie nimmt ohne Unterbrechung zu, weil weltweit der Wachstumsmotor brummt und immer neue Unternehmen und Maschinen geschaffen werden, die giftige Gase produzieren.
Es ist ebenso gleichgültig, ob sich dieser Ausstoß um 10 oder 20 Jahre hinauszögert. Solange die globale Wirtschaftsmaschine auf Wachstum programmiert ist, wird sie nicht eher ruhen, bis das Gesamtvolumen aller erreichbaren fossilen Brennstoffe verbrannt und das in ihm gebundene Kohlendioxid freigesetzt wurde. Ob das 100 oder 200 Jahre länger dauert, spielt für die Natur überhaupt keine Rolle. Und genau um dieses Volumen geht es. Denn Mengen in dieser Dimension werden Klimaprozesse in Gang setzen, die sich über Jahrtausende auswirken, mit Folgen, die niemand abschätzen kann. Wie könnte man dem begegnen? Jeder gescheite Ökologe, egal ob radikal oder gemäßigt, würde erkennen, dass nur eine grundlegende Trendwende noch helfen könnte. Die von wirtschaftlichem Denken geprägten Umweltschützer aber, und dazu gehören auch die Grünen, verfallen auf die Idee, die Natur mit einem billigen Marketingtrick zu überlisten. Wir alle kennen diesen Trick. Jede Werbung, die mir etwas verkaufen will, verspricht mir, dass ich mächtig spare, wenn ich das betreffende Produkt kaufe. Und wenn ich 100 Produkte kaufe, spare ich 100-mal so viel. Wir alle durchschauen diesen Trick, denn wir geben am Ende einen Haufen Geld aus und wissen lediglich, dass wir bei einem anderen Produkt vielleicht noch mehr Geld ausgegeben hätten. Das ist unterm Strich aber kein Sparen, sondern eine zusätzliche Ausgabe. Hier geht es allenfalls um eine relative Einsparung im Vergleich zu einer fiktiven Ausgabe, die überhaupt nicht stattgefunden hat und die ich vielleicht auch nie vorhatte. Die Marketingstrategen hämmern mir aber ein, dass ich doch um Gottes Willen nicht so blöd, sondern clever sein soll und dass viele Geld unbedingt sparen müsste. Also kaufe ich am Ende doch. Das Problem ist nur, dass mein Portemonnaie so unglaublich blöd ist. Es hat doch partout nicht begriffen, dass ich so viel Geld gespart habe und ist trotzdem einfach leer. Die Natur ist genauso blöd. Sie weiß nämlich gar nichts davon, dass ein deutscher Elektrokonzern seine Verschmutzungsrechte an irgendeine Braunkohledreckschleuder in der Ukraine verkauft hat und dass damit ungeheuer viel CO2 eingespart wurde. Sie hat auch nicht mitbekommen, in welcher Unternehmensbilanz die Treibhausgase verbucht werden, die gerade in der Atmosphäre angekommen sind. Sie kollabiert einfach. Dabei würdigt sie, die Natur, undankbar wie sie nun mal ist, überhaupt nicht die Tatsache, dass es ohne Verschmutzungszertifikate vielleicht noch mehr Dreck gewesen wäre. Wie gesagt, die Natur ist eben doof, sie versteht wirklich überhaupt nichts von Betriebswirtschaft und frisierten Bilanzen. Ja, das war mal so zur Einführung, um klarzumachen, dass das ökonomische Denken, was eigentlich daraus resultiert, dass innerhalb einer Geldwirtschaft möglichst etwas zu optimieren, und zwar immer nur auf den Betrieb zu schauen, auf die Gewinnmaximierung dessen, dem das Kapital gehört, das auch so darzustellen, eine sehr, sehr beengte Sichtweise auf die Welt. Ich meine, früher haben wir noch Witze darüber gemacht, haben gesagt, ja, du siehst die Welt wie ein Buchhalter. Wenn du sagst, du siehst heute die Welt wie ein BWLer, ist das ein Lob. Ja, was hat stattgefunden? Wir haben ein ökonomisiertes Denken mittlerweile, was aus einer Geldwirtschaft stammt, und was mittlerweile angetreten ist, unser aller Leben zu bestimmen, diese Art des Denkens. Ich glaube, besonders deutlich wird das an dem, was wir im Moment, wo so viel drüber gegackert wird, diese Krise. Ich weiß gar nicht, wo die Krise eigentlich so genau ist. Ist das überhaupt eine Krise? Also wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr keine Zeitung gelesen hätte oder ein Dreivierteljahr, oder ich hätte im Knast gesessen und komme raus und sagen, wo ist denn hier die Krise? Es ist unglaublich viel Geld verbrannt worden. Aber dieses Geld war eigentlich gar nicht real existent. Wir hatten hier eine, was heißt wir hatten? Wir haben. Wir haben eine Schicht von Leuten, die natürlich das Geld ad absurdum führen, das Geld, was ja ursprünglich mal Tauschäquivalent sein sollte, und sehr schnell, sehr leicht reich werden können, die tun etwas, was, das ist kein Witz, das ist keine Metapher, das war vor, ich glaube, 18 oder 17 Jahren in Deutschland, an den Börsen, was da mit Swaps und Optionen und so läuft, noch als Glücksspiel verboten. Das war gar nicht erlaubt. Mit Recht. Darüber will ich jetzt aber eigentlich gar nicht so sehr reden. Ich möchte was über den Begriff Krise sagen. Also ich helfe mir da immer als naiver Journalist, der ich bin. Ich gucke immer erstmal gerne in Duden. Was bietet denn so zum Wort Krise an? Da steht Entscheidungssituation, Wende, Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Wendepunkt. Sieht irgendjemand von euch irgendwo eine Wende in der Wirtschaftspolitik? Also selbst wenn ich so in die Linke reingucke,
Was machen Sie, was sagen Sie? Ja, wir brauchen eine gerechtere Verteilung, wir haben die besseren Rezepte, die Arbeiter müssen mehr Geld haben, dann konsumieren die mehr, dann springt der Wirtschaftsmotor wieder an. Wachstum. Was für ein archaischer Gedanke. Was für ein absurder Gedanke. Was für ein krankes System, das nur dann gesund ist, wenn es jeden Tag wächst. Schrecklich. Man merkt das ja auch subjektiv. In meinem Beruf, bevor ich Schriftsteller war, ich Schriftsetzer, da hatten wir vor 20, 30 Jahren, dann konnten wir noch gemütlich arbeiten. Heute haben wir einen Arbeitsstress, ich bin ja Gott sei Dank nicht mehr im Beruf, mir tun die jungen Leute leid. Ja, jeder Mensch muss immer mehr leisten. Auf der anderen Seite gibt es andere Leute, die haben überhaupt keine Arbeit mehr, die dürfen auch nichts tun. Die sind unglücklich, die bringen sich um zum Teil, aus Verzweiflung. Das ist irgendwie absurd, da kann was nicht stimmen in diesem Wirtschaftssystem. Und wenn dann sogar der Ex-Anarchist und Attackmensch Sven Giegold, der jetzt spekuliert auf einen Sitz im Europaparlament, der übrigens in Neustadt vor 20 Jahren mit uns angefangen hat in Projekten, im Radio als einziger Vertreter sagt, es ist richtig, Opel zu retten und überhaupt Automobilindustrie zu retten. Das ist eine Technologie, von der ich und viele andere sagen, in 20 Jahren wird es sie überhaupt nicht mehr geben, so eine Art Verbrennungsmotortechnologie. Das als Linker, weil damit Arbeitsplätze gerettet werden, dann sage ich mir, mein Gott, Arbeitsplätze um jeden Preis ist eigentlich eine absurde, amoralische Idee. Ich möchte es auf einen Punkt treiben. Ich gehe jetzt hart an die Grenze meiner Vergleiche, aber es ist volkswirtschaftlich völlig legitim, das zu sagen. Wenn man sagt, wir wollen Arbeitsplätze retten, hätte man genauso gut sagen müssen, 1945 die Konzentrationslager zu schließen, war eine Sünde. Da waren die SS-Wirtschaftsorganisation war eine sehr potente Organisation, dessen Arbeitsplätze vernichtet wurden. Wir können doch die Arbeitsplätze nicht vernichten. Ich will damit sagen, wie unmoralisch es werden kann, mit Arbeitsplätzen alles zu rechtfertigen. Da komme ich nachher noch drauf. Jedenfalls sehe ich nirgendwo eine Wende, ein wirkliches Umdenken, sondern es sind Reparaturbedingungen. Die Linken tun heute ihre Wahlkämpfe bekämpfen und sagen, wir sind eigentlich die besseren Kapitalisten. Wir wissen, wie das besser geht mit der Wirtschaft. Wir springen das wieder an. Alle sollten arbeiten. Mein Gott, was eine Horrorvorstellung. Haben wir jemals darüber nachgedacht, wie schön das Leben ohne Arbeiten wäre? Ist Arbeiten mit uns selbst weg? Sind wir alle Calvinisten? Ist Muße nicht auch was Tolles? Da will ich euch heute Abend hinbringen. Eine Vision eines völlig anderen Wirtschaftssystems, in dem Muße etwas ist, worüber man sich nicht schämen muss. Sondern sagen eigentlich, der Sinn des Lebens ist, so wenig zu arbeiten wie möglich. Und dass wir trotzdem alle super leben. Und dass wir die Arbeit gerecht verteilen. Und dass wir mit dem Rest sinnvolle Dinge lernen zu machen. Das ist eigentlich so ein bisschen meine... Zwischenruf. Bitte. Wenn Arbeit so was Geiles wäre, dann würden es die Bonzen für sich behalten. Schöner Spruch, ja, genau. Ja. Also in meiner These ist es, die Krise, die wir haben, in diesem dudischen Sinne des Dudens keine Krise ist, wenn wir Krise als gefährliche Situation definieren, was die zweite Duden-Definition ist, dann haben wir diese Krise permanent. Und sie liegt einfach im System. Auch wenn es dem System gut geht, wenn wir Wirtschaftswachstum haben ohne Ende, ist es eine Katastrophe. Das ist die Krise. Die Krise ist eine gefährliche Situation laut Duden. Und das sehe ich. Dann haben wir eine permanente Krise. Und diese gefährliche Situation ist eigentlich im kapitalistischen in der Weise zu wirtschaften und zu denken begründet. Ja, was ist eigentlich das Schlimme am Kapitalismus? Ihr kennt wahrscheinlich alle die Theorien mit der Ausbeutung des Menschen, mit der Profitmaximierung, mit der Aneignung des Mehrwerts. Das ist alles, setze ich mal voraus, das ist ja auch eigentlich, liegt auf der Hand. Selbst wenn Marx es kompliziert ausgedrückt hat, meine Tochter hat das auch schon begriffen, das kann man auch einfach ausdrücken, das ist so naheliegend. Ich möchte aber nochmal auf was anderes hinausgehen, ist zerstört, und das ist vielleicht weniger bekannt, dass der Kapitalismus ungerecht ist, ist klar, aber er ist auch zerstörerisch. Nicht nur bei der Umwelt, das hatte ich ja eben schon in meinem Beispiel genannt, er ist auch zerstörerisch, was alles Humane angeht, alles Zwischenmenschliche, alles, was nicht in den Verwertungsprozess passt, was man nicht kaufen und verkaufen kann als Ware, Dienstleistung, Arbeit, ist eigentlich überflüssig. Es sei denn, wir machen eine Mode draus, die viel Geld kostet, die man vermarkten kann. Dann ist es im Kapitalismus wieder sehr sinnvoll. Das heißt, zwischenmenschliche Beziehungen, schöpferisch sein, in seinem Leben eine Planung einzuführen, die nicht mit 18 oder 16 anfängt im Betriebsprozess und dann früher, zu meiner Zeit war es ja noch 65, mittlerweile landen die meisten ja schon nach 40 ausgebrannt in den psychosozialen Reha-Kliniken. Am schnellsten landen dort die Manager, die Arbeitsplätze vernichten. Die werden nämlich mit 40 alle rausgeschmissen. Auch das ist wieder eine sehr interessante Sache. Ihr habt das wahrscheinlich mit dem Demjanjuk-Prozess jetzt verfolgt. Der war ja Mitglied an den Verbrennungsöfen in Auschwitz-Birkenau.
Auch dort hat man das Verbrennungspersonal der Juden alle Vierteljahr in den Kreislauf einbezogen. Die wurden dann auch vergast. Ja, das heißt, die haben sich praktisch ihren eigenen Tod geschaufelt mit ihrer Arbeit. Und auch das wieder ein sehr makabrer Vergleich. Ich bringe ihn trotzdem, weil er durch seine Brutalität und Drastik sehr viel klar macht. Ich kenne persönlich zwei dieser Manager-Generation. Einer von ihnen ist mittlerweile Anarchist. Die haben jahrelang super verdient in Agenturen, die nur für die Investoren die Firmen platt gemacht haben, die Arbeitsplätze vernichtet haben. Und er war 42, da wurde er rausgeschmissen, da war zu alt. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich jetzt davon. Ist nur ein Beispiel. Ihr seht, ich arbeite gerne mit Anekdoten. Ich denke, das macht das anfassbar. Und warum ist das so? Weil alles eigentlich steht unter einem Diktat. Dieses Abstraktum. Geld. Geld. Es ist vielleicht kein Geheimnis, dass die anarchistische Wirtschaftstheorie das Geld abschaffen möchte. Das klingt in den Ohren meiner Tochter zunächst mal absurd, weil sie gerne mit ihrem Taschengeld shoppen geht. Unsere Kinder sind ja fast alle mehr oder weniger, der Älteste nicht, aber der Mittlere, der ist 20, die sind ja alle sozialisiert irgendwie an mehr oder weniger, sag ich mal, libertären Strukturen. Ich will das gar nicht so hochhängen. Aber die haben ja schon miterlebt, wie solidarisches Wirtschaften auch funktionieren kann. Die meisten von uns leben, die in solchen, ganz in solchen Strukturen leben, die arbeiten, leben ja von relativ wenig Geld. Aber auch da gibt es einen schönen Ausdruck von Buchhaltern und Bilanzmenschen oder von Steuerprüfern. Wir haben zum Beispiel in unserem Projekt auch einen Steuerberater. Das ist ein sogenannter geldwerter Vorteil. Jeder, der mal eine Steuererklärung gemacht hat, weiß das. Ja? Das Tolle ist, die muss man nicht versteuern, wenn man sie nicht durch die Bücher gehen lässt. Das heißt, wir geben uns sehr viel, ohne dass das bezahlt wird. Ja? Also an Leistung, an Dienstleistung, die muss ich nicht mit Geld bezahlen. Das ist einer der Geheimnisse von einer Solidarökonomie. Und ich möchte jetzt im zweiten Teil etwas lesen und dann kommen wir vielleicht auch schon zur Pause. Warum finden die Anarchisten eigentlich den Kapitalismus so scheiße? Warum wollen sie ihn abschaffen? Und warum findet speziell das Geld nicht gut? Dazu ein zweiter Teil aus dem Ökonomiekapitel. Ich muss dazu sagen, dieses Buch hat drei Teile, das steht da vorne drauf. Idee, Geschichte, Perspektive. Idee ist eigentlich so der erste Teil. Was wollen die Anarchisten, warum wollen sie das, wie soll das funktionieren? Zweiter Teil ist die Geschichte, die fängt bei mir übrigens nicht bei Proudhon oder Goodwin oder Bakunin an, die fängt 10.000 vor Christus bei den Matriarchats in der Türkei an. Also da seht ihr auch, mein Anarchismusbegriff ist nicht ideologisch geprägt, der ist inhaltlich geprägt. Und der dritte Teil, da kriegen die Anarchisten so ein bisschen was ab, ihr Fett ab, da wird nämlich mal ein bisschen Kritik geübt an der Borniertheit und dem Sektentum. Gerade besonders in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Das dickste Kapitel in diesem Buch, das dickste, ist Ökonomie. Warum? Weil mit diesem Thema eigentlich alles steht und fällt. Das zweitdickste ist Ökologie. Und das sind beides keine anarchistischen Themen, das sind Themen, die uns alle angehen. Aber das ist am schwersten zu erklären. Und aus diesem Kapitel möchte ich deswegen jetzt etwas lesen. Das erste war es im anderen Kapitel, um euch mal so ein bisschen einzunorden in diese naive, freche, anarchistische Herangehensweise, dass eine Wirtschaft völlig anders aussehen könnte. Und dass wir auch keine Angst vor solchen Bildern haben müssen und schämen müssen, weil wir alle so erzogen sind, je nachdem, ob wir katholisch oder islamisch oder kalvinistisch erzogen sind, nicht wahr? Arbeit ist der Sinn des Lebens. Und alles, was Gott gefällig ist, muss wehtun. Ich fahre mit meinem Auto gegen einen Tanklastzug, der Chemikalien geladen hat, in Schleudern gerät, umkippt und ausläuft. Mit Knochenbrüchen und Quetschungen befinde ich mich im Wrack meines Wagens, halb in eine Schilderbrücke geschoben und bedenklich ramponiert ist. Der Rettungshubschrauber bringt mich ins Krankenhaus, während die Feuerwehr den Tanklastzug birgt. Nach zwei Wochen hat eine Spezialfirma das verseuchte Erdreich ausgehoben, die Autobahnmeisterei die Schilderbrücke instand gesetzt und ein Versicherungsarzt mir lebenslange Berufsunfähigkeit attestiert. Nun bin ich invalide. Man könnte meinen, ich hätte Pech gehabt. Nun ja, ich vielleicht. Aber alles in allem war es ein Glücksfall. Ökonomisch gesehen. Die ganze Kalamität hat nämlich das Bruttoinlandsprodukt um gut 1 Million Euro gesteigert. Und so etwas wird in jeder Volkswirtschaft unumstritten als positiv verbucht. Denn unser Wirtschaftssystem interessiert sich nicht für Fragen der Auswirkung, Sinnhaftigkeit oder Vermeidbarkeit von Aktivitäten, sondern einfach für den monetären Effekt. Es geht nicht um gut oder schlecht,
sondern um Gewinn oder Verlust. Nicht auf die Bedürfnisse von Menschen kommt es an, sondern auf die Bedürfnisse von Kapitalien. Nicht Vernunft ist sein Motor, sondern Wachstum. Deshalb ist es auch überhaupt nicht unlogisch, wenn die globale Klimaerwärmung den Börsenkursen gut tut und Kriege ein gutes Investmentklima schaffen. Und wenn Ökonomen sich über beides ehrlich freuen können. Rein wirtschaftlich betrachtet, versteht sich. Mit einer Ökonomie, die eine Katastrophe als positiv verbucht, kann etwas nicht stimmen. Um sich die Verrücktheit unseres Wirtschaftssystems klarzumachen, ist es hilfreich, sich zunächst einmal ganz dumm zu stellen. Eine im positiven Sinne naive, das heißt unvoreingenommene, direkte und respektlose Herangehensweise an die so kompliziert erscheinende Welt der Ökonomie bewahrt uns vor der Tragik der Wirtschaftswissenschaftler. Sie wissen ungeheuer viel und können ungeheuer wenig. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, meine Polemik habe ich ja schon abgelassen über die BWLer, das muss ich nicht nochmal machen. Aber diese launige Einleitung hat ihren Grund. Sie soll den Respekt vor einer Wissenschaft nehmen, die sich selbst auf den Sockel einer gewissen Heiligkeit gestellt hat und schamlos mit der Aura ihrer Allwissenheit kokettiert, obwohl sie im Grunde ratlos vor einer wirren Realität steht, nämlich dem Problem, dem Phänomen Wirtschaft. In über 200 Jahren Suchen nach den Grundprinzipien sogenannter ökonomischer Gesetze ist diese Ratlosigkeit kaum kleiner geworden. Es gab Zeiten, da vermuteten Ökonomen diese Grundgesetze der Wirtschaft in den Teepreisen, in der Goldmenge, im Kolonialbesitz, in der Sympathie, im lieben Gott, in der Arbeit oder in Steuer- und Zollpolitik. Heute starren Legionen von Fachidioten auf Statistiken, Gewinnprognosen, Staatsquoten, Börsenindizes, Performances, Bruttoinlandsprodukte, Inflationsraten, Zinsquoten, Marktpreise und Diskontsätze. Und seit neuestem lungern nun auch in Deutschland sogenannte Analysten auf den internationalen Finanzmarktplätzen herum, um in der hochbezahlten Kunst des wirtschaftspsychologischen Kaffeesatzlesens zu dilettieren. Natürlich bringt jede neue wirtschaftswissenschaftliche Schule auch ihre eigene Wirtschaftstheorie hervor, verficht sie hartnäckig und experimentiert mit Millionen lebendiger Opfer. Funktionieren tut allerdings keine. Versuchen Sie mit der Naivität doch einfach mal an einem beliebigen Beispiel. Wenn ich heute einen Euro seriös und fest verzinst anlege, sagen wir in Staatsanleihen zu 10% Verzinsung, dann könnten abzüglich einer mit 5% angenommenen jährlichen Inflationsrate nach 800 Jahren 20 Milliarden Menschen von dieser Zinsrendite prima leben. Sie brächte nämlich etwa 500 Euro pro Kopf und das jeden Tag. Für viermal mehr Menschen als heute auf der Erde leben. Von einem Euro, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Ist das nicht toll? Das ist in der Tat ausgesprochen toll. Das ist übrigens keine böswillig konstruierte Verdrehung, sondern die völlig sachlich durchgerechnete Konsequenz eines ökonomischen Grundprinzips, das heute heilig ist und von niemandem ernsthaft angezweifelt wird, dem Zins. Kluge Ökonomen werden entgegnen, dass dieser Fall ja unwahrscheinlich wäre. Das hielte keine Bank und kein Staat 800 Jahre durch. Stimmt. Und genau darum geht es. Die Zinsidee lebt von der Fiktion eines exponentiellen Wachstums. Zins und Zinseszins akkumulieren sich in atemberaubender Beschleunigung zu einer völlig absurden Vervielfachung. Sie kennen das mit dem Schachspiel mit dem einen Weizenkorn, nicht wahr? Kennt jeder diese Parabel. Sie kann auf Dauer nur funktionieren, wenn auch die Wirtschaft unendlich mitwächst. Exponentielles Wachstum aber ist nur theoretisch möglich. Weder der Mensch noch die Umwelt können sie verkraften. Es kommt in der Natur nur als Abnormität vor, zum Beispiel als unkontrollierte Wucherungen von Körperzellen. Wir nennen das Krebs und der führt zum Tod des betroffenen Körpers. Und mit Recht betrachten wir dies als eine Krankheit. Das Absurde an der Zinsidee ist im Frühstadium nicht auffällig und schwer erkennbar, wird erst deutlich, wenn wir weit genug vorausdenken. Daher das Beispiel mit dem 800-jährigen Festgeld. Absurd ist nicht das Beispiel, sondern die Wertvorstellung, auf denen es fußt. Das führt dann etwa zu dem Zustand, dass jedes Baby in unserem Land schon mit jenen annähernd 30.000 Euro Schulden zur Welt kommt, die auch wir alle genauso auf dem Buckel haben, weil Staat, Länder und Gemeinden jedes Jahr neue Schulden machen, mit denen sie die Zinsen der Schulden der vorigen Jahre bezahlt werden müssen und so weiter. Ich darf kleine Klammer machen, das Buch ist jetzt 2 Jahre alt. Mittlerweile sind es schon 50.000 nach Merkels Füllhorn.
Also das, da kommt man mit dem Drucken gar nicht mehr mit. Mittlerweile ist der Zins- und Schuldendienst im Bundeshaushalt fast doppelt so hoch wie der riesige Verteidigungsetat. Die Bürger eines der reichsten Länder dieser Erde sind eigentlich total rechnerisch total verarmt. Ist das nicht absurd? Ebenso absurd ist die Ideologie, die hinter diesen Beispielen steckt. Verzinsung, Wachstum, Wirtschaftsspekulation und der Traum vom arbeitslosen Einkommen sind heilige Ikonen unserer Wirtschaftsreligion. Im Grunde glauben alle Spekulanten und sogar einige Ökonomen an die alberne Idee, Reichtum, was sie übrigens mit Glück und Wohlstand gleichsetzen, könnte letztlich aus sich heraus und von selbst entstehen. Angeblich arbeiten nicht Menschen, sondern das Geld. Eine ganze Generation von ahnungslosen Hobbyspekulanten und ausgebufften Yuppies fährt auf die Zeitgeistmode jenes dümmlichen American Dream Version 2 ab, der da besagt, wir alle könnten auf Kosten anderer Millionär werden. Ich muss gar nicht sonderlich naiv sein, um auf einen Blick zu erkennen, dass das selbstverständlich nicht geht. Weder können 20 Milliarden Menschen vom Zinsertrag eines Euro leben, noch alle Menschen von der Börsenspekulation, weil es sich um reine Fantasiewerte handelt. Denn hinter jedem Spekulationsgewinn an sich steht ja erstmal nichts Reales. Irgendjemand muss schließlich irgendwo, irgendwann dafür arbeiten, um Waren, Werte oder Dienstleistungen zu erzeugen. Absahnen können natürlich immer nur wenige und niemals alle, sonst funktioniert dieses System nicht. Das ist nicht anders als beim Schneeballsystem, wo auch nur die Cleveren in der ersten Reihe reich werden und alle anderen die Zeche bezahlen müssen. Weswegen es übrigens mit Fug und Recht als kriminell angesehen wird. Und weswegen ich persönlich auch gar keine viele Krokodilstränen habe von all den Leuten, die sich von der Telekom haben belabern lassen, um ihr Geld daran in der Telekom zu verbrennen. Aber trotzdem leben heute ganze Konzerne, Branchen und Klassen von nichts anderem als von Spekulationsgewinn und Zinsertrag. Geld kaufen und verkaufen, Werte hin und her schieben, ist das größte Geschäft aller Zeiten. Aber auch ganz normale Finanzgeschäfte scheinen sich noch immer zu lohnen. Das Versicherungs- und Bankgewerbe weiß inzwischen kaum mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Ihm gehört immer mehr Boden mit allem, was draufsteht. Dabei geht es schon längst nicht mehr um Geldanlagen oder Zinsen für verliehenes Kapital. Mittlerweile greift eine ganz perfide Art von Glücksspiel mit dem Elend von Menschen, dem Schicksal ganzer Regionen oder den Krisen industrieller Branchen um sich. Swaps, Derivate und Optionen heißen die neuen Seifenblasen der Spekulationszocker. In ihrem Gefolge entstehen neue Buchgelder, ohne realen Gegenwert, die in Deutschland noch vor kurzem juristisch wie nicht einklagbare Wettschulden behandelt wurden. Seit sie jedoch an den Börsen zugelassen werden, beherrschen sie die Finanzmärkte und haben dazu beigetragen, dass auf der Welt, rechnerisch, 30 bis 50 Mal mehr sogenanntes Geld im Umlauf ist, als reale Werte existieren. Sie sehen, das Buch habe ich vor der Krise geschrieben, aber genau das ist die Blase, die geplatzt ist in der Krise. An anderer Stelle habe ich mich auch als Prophet betätigt, ich will da gar nicht stolz sein, viele andere haben das auch getan, es war nicht schwer. Professionelle Finanzjongleure verdienen so binnen Minuten schon mal ein paar Millionen Dollar. Sie sind faktisch mächtiger als Regierungen und Notenbanken. Niemand hat sie jedoch gewählt und niemand kann sie kontrollieren. Sie bewegen innerhalb weniger Stunden Geldbeträge, für deren Bewilligung ein Parlament eine halbe Legislaturperiode braucht. Natürlich bleiben da inflationshemmende Stützkäufe der Notenbanken relativ wirkungslos. Und der normal arbeitende Mensch erwacht dann eines Morgens, liest in der Zeitung, dass seine Währung über Nacht mal eben 10-20% an Wert verloren hat und wundert sich, wo er doch immer so fleißig gearbeitet hat. Ich darf diesem Bonmot noch hinzufügen, Sie sehen, die Satire ist nie so stark wie die Realität. Ich könnte jetzt noch schreiben, er wacht morgens auf und seine Bank ist nicht mehr da. All das ist keine Fiktion, das ist die traurige Realität. Wer arbeiten produziert, macht nicht das Geschäft, sondern derjenige, der unproduktiv spekuliert, kauft und verkauft. Na bitte, es funktioniert doch, sagen die Anhänger dieser Idee. Meine Naivität sagt mir indes, dass eine Wirtschaft auf solcher Grundlage keine Perspektive hat und nicht auf Dauer funktionieren kann. Sie funktioniert nur für eine bestimmte Zeit und nur in begrenzten Gebieten. Sie funktioniert nur für wenige und immer auf Kosten anderer Menschen, die die Zeche solcher künstlichen Gewinne bezahlen müssen. Und das auch nur können, solange die Wirtschaft wächst. Deshalb ist Wachstum
ein solch heiliger Bestandteil im ökonomischen Glaubenskanon. Wenn ich noch einen Satz anschließen darf, der an dieser Stelle hier jetzt nicht steht, auch wir sind natürlich Täter und Opfer zugleich. Wenn man sich überlegt, und ich habe sehr lange in der dritten Welt gelebt, dass wenn wir als Arbeitnehmer auf die Straße gehen, als Gewerkschafter oder als Attackmensch oder überhaupt als Mensch, der sich wehrt, uns geht es dreckiger, dann geht es uns immer noch relativ gut. Weil unser Wohlstand wird wiederum erkauft mit Menschen, die nun wirklich nichts haben. Wenn wir den Kapitalismus kritisieren, dann wird oft eins vergessen, gerade besonders in der Linken, da darf ich auch mal, ich meine, ich bin auch sehr anarchismuskritisch, das wissen vielleicht viele, die mich näher kennen. Ich bin nicht jetzt einer, der die Anarchisten immer in den siebten Himmel hochjubelt, aber in einem muss ich natürlich sehr, sehr recht geben, auch historisch. Sie haben sehr früh erkannt, dass der Kapitalismus zwei Ausprägungen hat. Es gibt nämlich einen Privatkapitalismus, einen Staatskapitalismus. Nach unserer Meinung war der sogenannte Sozialismus niemals ein wirklicher Sozialismus, es war ein Staatskapitalismus. Der ist zwar heute dort ausgestorben, aber wenn ihr Zeitung lest und Nachrichten hört, wir kriegen wieder einen Staatskapitalismus durch die Hintertür. Denn wenn nämlich unsere Eliten, ihr kennt ja diese Eliten, diese Manager, diese im Fernsehen, da riecht immer nach Führungskräfteschweiß, ne? Wenn man dann nur den Fernseher anmacht, kommt so richtig rüber, wenn die was in den Sand setzen, wer rettet das heute? Der Staat. Ja, ist Wahnsinn. Sie haben immer gesagt, Milton Friedman, die ganze Theorie, der Staat soll sich gefälligst raushalten. Manche Anarchisten haben damals gejubelt, weil er den Staat kritisiert hat, was natürlich sehr kurzsichtig war. Die Wirtschaft kann es am allerbesten. Und wenn die Wirtschaft den Zug gegen die Wand fährt, dann muss plötzlich der Staat, also wir, der Steuerzahler, das wieder rausholen. Der Unterschied zwischen Staats- und Privatkapitalismus war eigentlich die Rolle, die der Markt da drin spielt oder spielen sollte. Und wenn man sich das theoretisch überlegt, klingt das ja eigentlich super. Klingt ja eigentlich super, dass man sagt, naja, die Bedürfnisse des Menschen regeln sich nach der Nachfrage. Und was der Mensch nicht braucht, das wird auf dem Markt auch nicht erscheinen. Und umgekehrt, auf dem Markt ist alles das, was der Mensch braucht. Klingt erstmal super. Aber wenn wir alle mal ein bisschen nachdenken, es ist eine dermaßen dreiste Lüge. Ich kann das deshalb auch sagen, weil ich nämlich in meinem Leben einige Jahre in der Werbung gearbeitet habe. In einer Werbeagentur. Ich war da Senior Creative Director. Wir haben also gelogen, dass ich die Balken bogen. Wir haben also wirklich Bedürfnisse hergestellt, die niemand braucht. Ja, wenn das wäre, bräuchte es keine Werbung geben. Das ist eigentlich der überflüssigste Beruf auf der Erde. Ja, ich meine, von den 100%, die für Werbung verbraten werden, das sind Milliarden, das sind auch das ganze Papier, was jeden Tag bei euch im Briefkasten steckt. Wenn ihr nicht so einen Aufkleber habt, ihr wollt keine Werbung. Das ist eigentlich überflüssig. Das könnte man auf 5% runterfahren von sinnvollen Dingen, für die man werben könnte. Dieser Markt ist eine Fiktion und dieser Markt ist eigentlich nur da, um einer der größten Fehler des Kapitalismus zu kaschieren, dass er nämlich nicht schafft, und das ist jetzt mal zum Thema Leistungsfähigkeit, dass er eben nicht schafft, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Er muss künstliche Verknappung herbringen. Ja? Ich sagte eben schon, ich und 5, 6 Kollegen, die wir alle studiert haben, Landwirtschaft und auch alle so irgendwie aus der anarchischen Ecke kamen. Wir wissen alle, man könnte natürlich die Menschheit ernähren, aber es wird erstens nicht gewollt. Und zweitens, um die Verknappung zu regulieren, ist der Markt da. Wer Geld hat, darf essen, wer keins hat, darf keins essen. Der fällt durch. Pech gehabt. Von daher denke ich, brauchen wir, wenn wir eine Vision, eine Utopie haben, und das wird der zweite Teil meines Abends sein, da geht es jetzt um utopische Modelle, A, ganz groß, und B, unser kleines Modell, was natürlich im Kapitalismus ist, ist nicht das, ich erkläre das noch, warum ich das vorstelle, dass wir eigentlich heute eine völlige Kehrtwende brauchen. Wir brauchen keine Wirtschaftsmodelle, auch keine Linken, die sagen, wie bringen wir den Wachstumsmotor wieder zum Laufen, damit wir wieder Arbeitsplätze haben. Wir brauchen Schrumpfungsmodelle. Das ist meine Botschaft für heute Abend. Wir brauchen Modelle, in denen wir diesen wahnsinnigen Wirtschaftsapparat runterfahren können. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ohne dass wir leiden, ohne dass wir weniger Lebensqualität haben, wir haben sogar mehr Lebensqualität. So, ich würde dann gerne weitermachen. Oh, ich habe ja gar nicht viele vertrieben, das ist ja super. Das sind doch alle da. Bisher habe ich ja nur gemeckert, ne? Ist euch aufgefallen. Meckern kann ja jeder. Und ich meine, was ich jetzt gemeckert habe, dazu muss man wirklich kein Anarchist sein. Das kann jeder normale Mensch. Ich würde sagen mal, so ein guter Marxist würde das zu 90% auch unterschreiben, was ich gesagt habe. Und ein guter Christ auch.
die Frage, was wollen denn die Anarchisten, was ist daran nicht anders, was ist in ihrer Wirtschaftsvorstellung anders, das wird jetzt der harte Teil. Jetzt lese ich mal richtig ein richtiges Stück. Eine anarchistische Ökonomie. Anarchistische Wirtschaft beruht auf einer dezentralen Bedürfnisproduktion. Was heißt das? Zunächst mal, dass Produzenten und Konsumenten selbst bestimmen, was sie produzieren, wie sie produzieren und wie sie die Produkte verteilen. In staatlich-kapitalistischen Strukturen wäre das kaum durchführbar. In dezentral-anarchischen Strukturen hingegen bietet sie sich geradezu an. Hier muss ich diese Klammer machen, die ich anfangs schon mal gemacht habe, wo ich sagte, ich würde ein bisschen das Buch vorlesen, was dezentral-anarchische Strukturen sind, wie die strukturiert sind, wie die aufgebaut sind, wie die vernetzt sind, was Chaos bedeutet. Das ist natürlich alles schon vorher erklärt. Ich kann das jetzt nicht, ich setze das mal einfach so voraus. Ihr könnt es entweder kopfschütteln oder das irgendwann mal nachlesen. Das setze ich jetzt voraus, weil der Leser ist ja schon bis hier vorgedrungen. Es bietet sich also in diesen Strukturen geradezu an, denn dort wäre ja die Gesellschaft ohnehin dezentral und selbstverwaltet, in kleinen Einheiten organisiert. Und dort wären Produzenten und Konsumenten größtenteils identisch. Und dort bestünden günstige Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, Arbeitsprozessen und der Auswahl dessen, was wirklich gebraucht wird. Da in einer anarchischen Gesellschaft die Arbeiter gleichzeitig auch die Besitzer ihrer Produktionsmittel wären, könnte zum Beispiel die Belegschaft eines Konzerns wie Daimler Chrysler, auch da seht ihr wieder, wie kurzlebig so ein Buch ist. Daimler Chrysler gibt es schon nicht mehr. Jetzt müsste man vielleicht sagen Porsche, Beate Uhse, Volkswagen oder ich weiß nicht, wie demnächst funktioniert. Also jedenfalls Daimler Chrysler oder jetzt müssen wir sagen Daimler Mercedes-Benz AG. Ne? Oder wie? Mercedes-Benz AG, ja. Genau. Könnten die Arbeiter von Mercedes-Benz daran gehen, die Produktivkraft dieses Giganten umzubauen? Etwa für ökologisch verträgliche Verkehrssysteme, für alternative Energien oder sanfte Technologien. Denn dort, wo benzinfressende Nobelkarossen, Panzermotoren oder Raumfahrttechnik oder Kampfflugzeuge gebaut werden, kann man ja auch andere Dinge herstellen. Es war niemals die Belegschaft, die entschieden hat, was in der Daimler-Chrysler AG hergestellt wird, sondern die Konzernleitung. Und die richtete sich hierbei selbstverständlich nach dem Profit. Und Automobil- und Rüstungstechnologie versprachen nun mal hohe Profite. Der einzelne Arbeiter dort baut Autos oder Kampfjets nicht unbedingt aus innerer Überzeugung, sondern weil er einen Arbeitsplatz braucht, um Geld zu verdienen. Was er produzieren soll, bekommt er gesagt. In einer Gesellschaft, die in allen Bedürfnissen auf freier, bewusster Entscheidung aufbaut, dürften nach Meinung der Anarchisten gute Chancen bestehen, dass auch im wirtschaftlichen Bereich die Produzenten andere Entscheidungen treffen als die heutigen Konzerne. Das gleiche gelte natürlich für Landwirtschaft, Konsumgüter und Dienstleistungen. Genau betrachtet wäre erst in dieser Bedürfnisproduktion das verwirklicht, was der Liberalismus fälschlich für sich in Anspruch nimmt, nämlich, dass sich der Markt frei entfaltet und gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen der Verbraucher produziere. Durch die dezentrale Vernetzung einer solchen Gesellschaft würden viele Waren, Produkte und Lebensmittel in der näheren Umgebung erzeugt und verbraucht. Das könnte ganz beträchtliche Transport-, Lager- und Logistikkosten einsparen. Und es reduzierte den ökologischen Wahnsinn, dass viele Produkte aus reinen Gründen eines Handelsgewinns um die ganze Erde hin und her transportiert werden. Also ich habe lange in Südamerika gelebt, ich wundere mich immer, warum ich hier einen schlecht schmeckenden chilenischen Plantagenapfel essen und ausscheißen muss, 90% Wasser, der im Flugzeug um die ganze Welt transportiert, wo wir eines der geilsten Apfelländer hier haben. Klammer zu, um das mal klar zu machen. Gleiches ließe sich für die Weiterverarbeitung von Rohstoffen erreichen, die sich heute, ebenfalls aus Gründen des Profits, überwiegend die reichen Industrieländer gesichert haben. Ich meine, Iran ist dafür ein klassisches Beispiel, ne? Petrochemie. Eine Veredelung könnte ebenso gut dezentral an den Orten erfolgen, wo die Rohstoffe vorkommen. Import und Export wären dann nur noch für Produkte nötig, die etwa nur in bestimmten Klimazonen gedeihen oder an bestimmten Plätzen hergestellt werden können. Daher dezentrale Bedürfnisproduktion. Anarchistische Wirtschaftstheoretiker gehen davon aus, dass in einer solchen Wirtschaft am Ende nur noch das hergestellt würde, was alle Menschen der Erde zum Leben,
zum Vergnügen und zur Bequemlichkeit brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Einigen mag das ja jetzt bedenklich nach DDR-Wirtschaft klingen. Grau, fantasielos, einheitlich und immer knapp. In den Augen der Libertären ist das allerdings barer Unsinn. Gerade in einer anarchischen Gesellschaft werde es viel Raum für Individualität, Vielfalt und Fantasie geben und auch Luxus sei kein Tabu, sofern es sich dabei nicht um Protzerei auf Kosten anderer handelt, sondern um Freude am Genuss. In den verschiedenartigsten Mikrogesellschaften könnten sich verschiedene Menschengruppen auch nach verschiedenen Konsumbedürfnissen und Lebensgewohnheiten zusammenschließen. Von bedürfnislos grau bis genussvoll schrill. Wer mehr konsumieren wolle, habe durchaus das Recht, sich diesen Mehrkonsum zu erarbeiten. Was jedoch nach anarchistischer Meinung verschwinden sollte, ist die Ausbeutung anderer Menschen, denn libertäre Wirtschaft müsse eine Solidarwirtschaft sein, die nicht auf parasitärer Lebensweise aufbauen dürfe. Ich muss hier doch einen kleinen Exkurs machen, selbst wenn viele das sich Anarchismus wohl gut auskennen. Ich habe festgestellt, dass auch viele Anarchistinnen und Anarchisten da eine komische Vorstellung haben. Die meinen immer irgendwann, ja, das sagen sie zwar, da haben wir die Macht und dann sind alle Menschen Anarchisten. Ich finde das eine sehr naive Vorstellung von Anarchie. Die anarchistische Gesellschaftsutopie beruht nicht auf einer Gesellschaft, sondern auf ganz, ganz vielen. Und an einem geografischen Ort gibt es mehrere Gesellschaften parallel. Es gibt ganz, ganz wenig Berührungspunkte, wo ein Generalkonsens nötig ist. Daher dieser Plural, der wird natürlich ausführlich erklärt in dem Organisationsteil, aber ich wollte es nur mal einflechten. Anarchismus ist eine, wie Gustav Landauer sagte, eine Gesellschaft von Gesellschaften von Gesellschaften. Es wird nicht eine Gesellschaft sein. Und es wird ganz viele verschiedene Menschen geben, die ganz viele verschiedene Lebensauffassungen haben und trotzdem unter einem Generalstandard leben, nämlich einem libertären, wie wir heute unter einem demokratischen leben, hoffe ich jedenfalls. Eine Ökonomie des Verzichts. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur an uns denken können, sondern auch an den Rest der Menschheit. Eine solche Solidarwirtschaft müsste weltweit wirken oder sie hätte ethisch versagt. Heute lebt der kleinste Teil der Menschen im Überfluss, während der größte nicht einmal zu essen hat. Heißt das, dass wir Verzicht üben müssen und verdammt wären zu verarmen? Ja und nein. Verzicht üben müssen wir ganz sicherlich. Aber nicht etwa deshalb, weil es nicht möglich wäre, allen Menschen ein lebenswertes Leben zu bieten und wir darum unseren Reichtum zu verschenken hätten. Wir werden so oder so gezwungen sein, den manischen Konsumgalopp zu bremsen, wie wir ihn in den westlichen Industrienationen pflegen, weil uns nämlich die Verschwendungsorgie, in der wir leben, geradewegs in katastrophale Sackgassen führen wird. Das hat wirtschaftliche, ökologische und demografische Gründe und mit Anarchie überhaupt nichts zu tun. Wollten, um nur ein Beispiel zu nennen, alle Menschen der Erde auch nur annähernd so verschwenderisch leben, wie wir es für normal halten, würde die Weltwirtschaft augenblicklich zusammenbrechen. Es ist noch gar nicht lange her, dass sich die Staatsführung in China zur Industrialisierung nach kapitalistischem Muster entschlossen hat und seither gibt es dort für relativ wenige Menschen einen relativ hohen Wohlstand, der jedes Jahr wächst. Und schon diese geringen Verschiebungen hat binnen eines Jahrzehnts dazu geführt, dass die gesamten Weltvorräte von Reis und Weizen knapp werden und die Getreidepreise explodieren. Soja, Mais und Getreide werden zunehmend für die Fleischmast aufgekauft und Menschen in Indien und Afrika können sich kein Brot mehr leisten. Chinas Energiehunger führt zu einem panikartigen Sturm auf die letzten Energiereserven unserer Erde und es ist abzusehen, wann die zahlreichen geostrategischen Konflikte unserer Tage in einem regelrechten Krieg ums Erdöl münden werden. Besäße, wie bei uns üblich, nächste Woche jede chinesische Familie ein Auto, würde sich solch ein Krieg allerdings erübrigen, weil es schon im nächsten Jahr überhaupt kein Benzin mehr gäbe. Dies sind übrigens ganz sachliche Überlegungen und haben nichts damit zu tun, ob wir den Menschen in China unsere Lebensweise arroganterweise gönnen oder nicht gönnen. Wenn man bedenkt, dass es allein in Nordrhein-Westfalen mehr Kraftfahrzeuge gibt als auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, dann wird klar, dass es nicht um moralische Fragen geht, sondern um Tatsachen. Um den Irrsinn unserer verschwenderischen Lebensweise, die unmöglich ein Modell für die Menschheit sein kann. In all den genannten Fällen konsumieren wir nämlich mit ungedecktem Kredit, sowohl dem Geld gegenüber als auch der Natur. Diese Tatsachen werden immer augenfälliger und führen unausweichlich zu der Erkenntnis, dass wir zu Verzicht gezwungen sein werden. Wenn nicht jetzt, dann in 20 oder in 40 Jahren. Und dieser Zwang besteht mit oder ohne Solidarwirtschaft.
auf den hemmungslosen Verbrauch von Energien und Ressourcen, auf Prestigeluxus und Konsumrausch, auf Ersatzbefriedigung für wirkliches Leben, wird die Menschheit also auf jeden Fall verzichten müssen, weil die Ressourcen, aus denen wir uns bedienen, schon bald erschöpft sein werden. Ob das aber eine Verarmung bedeutet, ist zu bezweifeln. Man könnte auch das Gegenteil vermuten. Mir scheinen eher diejenigen, die für ihr persönliches Glück computergesteuerte Tischfeuerzeuge, brillant besetzte Brillen oder Luxuslimousinen brauchen, verarmte Persönlichkeiten zu sein. Befriedigt er uns wirklich der Kauf neuer Möbel im 5-Jahres-Rhythmus, den uns die hingepfuschten Spanplattenteile vorgeben, weil sie dann nämlich anfangen, aus dem Leim zu gehen? Auch Manni Schulz macht nicht gerade einen glücklichen Eindruck, wenn er samstags seinen ratenfinanzierten, rallye-getunten, tiefergelegten Turbolader-Roadster champoniert, mit dem er anschließend in Wuppertal-Elberfeld im Stau stehen wird. Dabei habe ich gar nichts gegen die schönen Dinge des Lebens und verachte auch niemanden, der sich etwa für Motorsport begeistert. Es geht um anderes. Es geht um die Verödung unseres Lebens. Die Sinnlehre des Alltags, der Trend zu Vereinzelung, Entfremdung und Vermassung, der immer mehr Menschen in eine Art Ersatzbefriedigung treibt. Sie suchen im Konsum das, was sie im Leben nicht finden. Wobei nebenbei bemerkt, auch die Qualität des Konsums zunehmend zweifelhafter wird, denn die industrielle Warenwelt hält immer seltener das, was uns ihre Werbung so verlockend verspricht, nämlich wirkliche Befriedigung. Die Frage, vor der wir heute stehen, ist also nicht, ob wir so weiterleben können wie bisher, denn das können wir ganz eindeutig nicht. Die Alternative lautet, ob wir mit unserer Luxusjacht stilvoll in den Fluten eines bescheuerten Systems untergehen oder ob wir unser Schiff umtakeln und einen neuen Kurs einschlagen. Dieser neue Kurs bedeutet zwar einen Verzicht auf einige Dinge und Gewohnheiten, aber nicht eine Verarmung unseres Lebens. Und bei diesen Gewohnheiten wird in der nächsten Ausgabe noch stehen, und zwar in allererster Linie auf Verschwendung. Das sollte man sich auch mal klar machen. Wir könnten stattdessen eine völlig neue Lebensqualität gewinnen, die man nirgends für Geld kaufen kann, und vermutlich wären bei entsprechender Organisation nicht einmal Abstriche beim Lebensstandard hinzunehmen. Wie das? Durch Einsparung und Umverteilung. Folgen wir der anarchistischen Wirtschaftsvision, so dürfen wir annehmen, dass in einer Gesellschaft der konsequenten Bedürfnisproduktion die Menschen solche Dinge herstellen werden, die sie tatsächlich brauchen und haben wollen. Diese Gesellschaft bräuchte also Folgendes nicht mehr. Rüstung. Keine gewollt konstruierten Verschleißprodukte. Raumfahrttechnologie. Werbung. Prestigeausgaben. Kriege. Keinen Superluxus für die Superreichen. Keine unnützen Transport. Keine Spekulationsgeschäfte. Keine staatliche Repräsentation. Keine reichen Sozialparasiten, die vom arbeitslosen Einkommen anderer leben. Und so weiter. Sie stünden, wie wir noch sehen werden, auch nicht unter dem Zwang, um jeden Preis Arbeitsplätze zu schaffen, die Ökonomie. Ebenso käme sie ohne Bürokratenheere aus, weil sie sich selbst verwalten könnte. Ohne Sozialhilfe und Arbeitslosengelder, weil sie ein Solidarsystem kleiner Gruppen wäre. Und auch, wie noch zu zeigen ist, ohne den teuren Repressionsapparat von Justiz, Polizei, Strafvollzug. Und auch im aufgeblähten Medien- und Kommunikationsbereich würden die Menschen vermutlich gerne auf einiges verzichten wollen. All das bindet aber heute unglaubliche Mengen an Arbeitskraft, Kreativität, Ideen, Ressourcen, Werten und Geld. Für die Herstellung und Verteilung von Waren, Lebensmitteln und Dienstleistungen wird schon heute der geringere Teil menschlicher Arbeit aufgewendet. Der größere Teil wird verschwendet oder verpufft in sogenannten Leistungen, die entweder wirklich niemand braucht oder die auf andere Weise besser organisiert werden könnten. Alle Jahre wieder gibt es Studien amerikanischer und europäischer Universitäten, die ausrechnen, wie viele Arbeitsstunden der Mensch bei einer konsequenten Bedürfnisproduktion noch leisten müsste, um den Bedarf aller Menschen dieser Erde zu befriedigen. Wohlgemerkt, aller Menschen. Und wir sprechen hier nicht von der bloßen Ernährung, sondern von einem anständigen Konsum- und Lebensstandard. Zurzeit liegen diese Zahlen zwischen 3 und 5 Stunden täglicher Arbeit. Manche Anarchisten kommen mit ihren Rechenkunststückchen sogar auf die fantastische Vision einer 5-Stunden-Woche. Und nicht mal die ist bei genauerem Hinsehen von der Hand zu weisen.
Wie dem auch sei, die Welternährungsexperten der Vereinten Nationen sind sich darin einig, dass allein der weltweite Wegfall der Rüstung genügend Kräfte und Mittel freisetzen würde, um mit dem Hunger in der Welt sofort Schluss zu machen. Und jetzt kommt meine Tochter. Warum tut man es aber dann nicht? Ich mache jetzt mal Schluss mit der Leserei. Was ich noch sagen möchte, ist Folgendes, bevor ich jetzt im Freier rede und ohne zu lesen auf unser Projekt überleite. Das beste Beispiel, ihr erinnert euch an meinen Vater mit dem Schrank, ne? An den Sozialdemokraten. Das beste Beispiel ist, was man anfassen kann. Und ich möchte dann auch das ganz kurz machen, auch das natürlich im Buch sehr ausführlich behandelt. Die Anarchisten haben natürlich immer, viele Leute sagen, ihr habt ja den Vorteil, ihr seid noch die unbefleckte Utopie. Ihr habt es ja gut, weil alle anderen haben sich schon abreagiert und haben ihre Fehler gemacht. Ihr wart ja eigentlich immer nur so im Wolkenkuckucksheim. Von daher habt ihr auch keine Fehler gemacht. Von daher seid ihr auch noch relativ unbefleckt. Das stimmt nur zum Teil. Also Anarchisten haben auch Terror gemacht, das muss man einfach sagen, steht auch in dem Buch drin. War eine relativ kurze Phase. Anarchisten haben auch Bomben geschmissen. Das ist ja heute noch Teil ihres Stallgeruchs. Ja? Okay, sollte man auch nicht unter Tisch kehren. Aber Anarchisten haben auch einen anderen Erfahrungsschatz, der sehr, sehr unbekannt ist. Anarchisten haben nämlich tatsächlich schon einmal in ihrer Geschichte die historische Chance gehabt, anarchistische Ökonomie weitgehend zu verwirklichen, und zwar in einer modernen Massengesellschaft. Das ist sehr, sehr wenig bekannt. Ich will es auch nicht weit ausführen, ich will es einfach nur in den Raum stellen und behaupten. Auch diese Wirtschaft war nicht super, die war nicht widerspruchsfrei, aber sie war unglaublich leistungsfähig. Aus einem ganz einfachen Grunde. Menschen tun das, was sie für sich und ihresgleichen tun, mit einer unglaublichen Hingabe. Und zwar nicht nur die Anfangseuphorie. Wenn Menschen die Entfremdung nicht haben, die uns die Politikerkaste aufzwingt, ja, zu sagen, ich muss irgendwelche Ämter gehen, ehrenamtlich arbeiten, keine Ahnung, je ehrenamtlicher das runtergebrochen ist, desto engagierter ist das ja auch, interessanterweise, desto mehr sind sie sehr engagiert, neue Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich rede im Moment von dem Lieblingsbeispiel der Anarchisten. Ich finde es schade, dass es schon über 70 Jahre zurückliegt, aber wir müssen immer darauf hinweisen, weil es die einzige wirklich große Wirtschaftsexperiment war. Das war in Spanien, in dem Jahr, als der General Franco und andere putschten, die Faschisten gegen die republikanische legale Regierung. Und die Anarchisten waren in Spanien, das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, das war damals die führende, kräftemäßig die prägendste, größte, stärkste Bewegung. Um das mal an einem Zahlenbeispiel zu machen, es gab knapp 2 Millionen organisierte Anarchisten, die Mitgliedbeiträge zahlten, und es gab 30.000 Kommunisten in Spanien, um nur mal das Größenverhältnis klar zu machen. Der Anarchismus in Spanien, auch in manchen Argentinien, wo ich meine Jugend verbracht habe, auch sehr starke Wurzeln, das war eine wirklich volkstümliche Bewegung. Was ich sagen will, als dann Franco putschte, haben die Anarchisten den Gegenputsch gemacht und haben diesen Putsch niedergeschlagen und haben dann gleich den libertären Sozialismus eine Wirtschaft ausgerufen, wobei sie nebenbei in Anführungsstrichen einen Krieg führen mussten, nämlich den spanischen Bürgerkrieg, den sie am Ende ja verloren haben, weil Mussolini und Hitler ganz massiv dort eingegriffen haben. Das war das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg. Ein paar Monate später ging der ja los. Ich will jetzt gar keine Kriegsglorie hier betreiben und auch keine Barrikadenromantik, was die Wirtschaft angeht. Das ist sehr interessant. Jetzt nach 60 Jahren, also vor nicht langer Zeit, wurden die Archive geöffnet. Es gibt sehr, sehr interessante Zahlen. Es war eine sehr leistungsfähige Wirtschaft. Es war eine sehr solidarische Wirtschaft. Meine Frau ist Spanierin, ich kenne es von der Familie her. Die Oma, die sehr katholisch ist, die nicht im Verdacht steht, Anarchistin zu sein, die sagte immer noch, ja, Hunger haben wir bei den Anarchisten nicht gelitten. Das kam ja erst bei Franco. Dass wir keine Milch mehr hatten, kein Brot mehr hatten. Ja? Es war also eine sehr leistungsfähige Wirtschaft und eine sehr gerechte Wirtschaft. Also ich will damit sagen, wir sind auch nicht ganz ohne Beispiele, nur gehe ich damit nicht gerne hausieren. Weil wir leben nicht mehr 1936, wir leben ein Jahrtausend später und wir müssen nach vorne schauen. Und ich kann immer nur warnen, da diese glorreichen Beispiele herauszuholen, sagen ja damals. Aber ich will das auch, ihr wisst ja, ich bin Anekdotenmensch, ich will das nur noch an einem Beispiel charakterisieren. Ich hatte mal zum 50. Jahr, das ist jetzt 20 Jahre, habe ich Interviews in Barcelona geführt und ich hatte auch da wieder eine sehr katholische Dame mit Dauerwelle und gutem Jackett und so, mich interviewt und die sagte, ja, und das zum Thema Anarchie und Chaos. Ja, ich kann mich ja noch gut an diese Zeit erinnern, diese wilde Zeit, das waren ja auch wilde Typen da, die Anarchisten und so. Aber eins muss ich ja sagen,
Die U-Bahn, die war nie so pünktlich wie zur Zeit der Anarchisten. Also das auch mal, dass Anarchie also keinesfalls Chaos ist, dass Anarchisten durchaus in der Lage sind, Massengesellschaften zu organisieren. Und die spanische Gesellschaft 1936 in Katalonien war nicht irgendwelche Dorfromantik, das war eine moderne Industriegesellschaft. Das wollte ich noch vorweg schicken. Ja, ich mit dem Schweinsgalopp jetzt noch die anarchistischen Wirtschaftsutopien durchspielen. Die haben ja auch eine gewisse Geschichte. Wahrscheinlich ist manchen der Name Michail Bakunin ein Begriff. Das war ja der kongeniale Zeitgenosse und Gegenspieler von Karl Marx. Gegenspieler in Anführungsstrichen, weil die haben sich eigentlich sehr geschätzt oder eher ihn geschätzt. Der hat ja auch das Kapital des Russen übersetzt. Aber Bakunin hat sehr früh erkannt, was im Marxismus... Ich meine, der Marx war ja ein ganz interessanter Mensch, ein ganz toller Mensch eigentlich auch. Aber er war auch ein ganz autoritärer Knochen. Im Marx hat man sowohl einen Libertären als einen Stalin auch schon angelegt gefunden. Man muss nur lang genug suchen und man kann ja viel suchen, weil er viel geschrieben hat. Aber der Bakunin hat schon sehr früh gesagt, deine Vorstellung von Wirtschaft und von Partei, Rolle der Partei, die laufen auf eine neue Diktatur hinaus. Und er hat damals sehr prophetische Sachen gesagt, was dann 60, 70 Jahre später in der Sowjetunion und auch in China und sagen wir mal, nur Nordkorea wollen wir gar nicht reden oder Kambodscha sich verwirklicht hat. In der entscheidenden Frage der Wirtschaft, der Wirtschaftsmodelle, war Bakunin noch ein recht primitiver Mensch, der auch geprägt war von dem Zeitgeist. Da war Marx eigentlich schon weiter. Da hatte er viel mehr Fantasie. Bakunin hat eigentlich so mehr oder weniger gesagt, es ist nicht genug für alle da und alle Leute sollen arbeiten. Kinder, Kranke, Alte ausgenommen. Das ist gerecht, damit die Parasiten nicht ohne Arbeit leben können. Kann man ja auch verstehen. Aber eigentlich noch ein sehr eingeschränktes Modell, weil es eigentlich das Überlebensrecht an die Verrichtung von Arbeit koppelt. Wir können heute sehr viel utopischer vorausdenken. Wir haben heute eine Produktivität, die ist uns, wie wir gehört haben, selbst wenn wir unseren Lebensstil gar nicht so kritisch hinterfragen. Mit 3 bis 5 Stunden Arbeit hätten wir alles. Und der Rest ist Blödsinn, den wir produzieren. Man kann das noch wieder weiter runterfahren, wenn man sagt, vielleicht wollen wir ja gar nicht so luxuriös leben, vielleicht wollen wir gar nicht so viel konsumieren. Egal. Worauf ich hinaus will, ist, wenn in dieser Menschheit jemand nicht arbeitet, oder auch viele Menschen nicht arbeiten, hätten wir trotzdem genug zum Leben. Also dieses alttestamentarische oder Zwingli oder Calvinistische, das Recht des Lebens ist gekoppelt an einen Arbeitsplatz. Das gehört zu einer Zeit, wenn man es überhaupt ökonomisch rechtfertigen will, als die Produktivität unglaublich schwach war. Ja? Wenn ich in meiner Landwirtschaft, wenn ich sehe, was heute ein einzelner Mensch bei einem Hektar erwirtschaften kann, wie viele Menschen da früher beteiligt waren, dann kann ich Bakunin verstehen, der 1860 gesagt hat, alle Leute sollen gefälligst arbeiten. Die Vision, die wir heute, viele Menschen haben, nicht nur Anarchisten, wir können uns eine Gesellschaft der Muße auch leisten, die hat ein anderer Anarchist schon um die Jahrhundertwende gehabt, um die vorvorige Jahrhundertwende, nämlich Peter Kropotkin. Peter Kropotkin war ein Naturwissenschaftler, ein russischer Fürst, war ein geborener Fürst, einer der populärsten Anarchisten. Der hat damals schon gesagt, jeder nach seinen Möglichkeiten und jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Das heißt, er hat das schon entkoppelt und hat gesagt, wir können uns das locker leisten, auch Leute mitzuernähren, ich sag mal, die faul sind. Und das ist natürlich sehr, sehr schwarz-weiß gedacht. Auch das ist ein ganzes Kapitel in dem Buch oder Teilkapitel, diese Abwägung. Das sind natürlich reine Plausibilitätsabwägungen, die wir anstellen können. Aber wir gehen davon aus, dass wir sagen, wenn kein Arbeitszwang mehr besteht und kein Lohn mehr bezahlt wird, also die Geldwirtschaft nicht mehr existieren würde, die Frage, wird dann überhaupt noch jemand arbeiten gehen? Wozu? Ich bin ja nicht bescheuert. Ich kann ja alles haben. Nun gut, das ist natürlich naiv gedacht. Wenn alles allen zur Verfügung steht und niemand arbeitet, steht ihm nichts mehr zur Verfügung. Das ist schon mal der erste Druck. Wir haben natürlich einen Sachzwang, die normative Kraft des Faktischen. Wenn nicht genügend Leute arbeiten, haben wir nicht genug. Was ist aber jetzt mit Leuten, die faul sind? Auch da sind wir relativ optimistisch. Es wird ein Prozentsatz sein von Leuten, die sich absolut verweigern. Wir glauben, der wird sehr klein sein. Es ist furchtbar schwierig, gar nichts zu tun. Es ist auch den Menschen entspricht nicht dem Menschen. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der wirklich konsequent sein Leben lang nichts tut. Eine andere Frage ist aber, ob er jetzt Arbeiten verrichtet, die produktiv sind. Aber auch künstlerisch oder sonst wie sich betätigen, kann in einer Gesellschaft durchaus sinnvoll sein.
und ein auch anderen etwas geben, was nicht eine Ware ist, die ich konsumiere oder aufessen kann. Zweitens gibt es natürlich im Leben eines jeden Menschen Phasen, wo ich mal lieber faul sein möchte oder meditativ sein möchte oder Muße und Faulheit ist nicht dasselbe, Muße pflegen möchte und Phasen, in denen ich total vor Aktivität sprühe. Das kann man im normativen kapitalistischen Arbeitsverhältnissen, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Ich muss immer funktionieren, ich muss immer meine 8 Stunden oder mittlerweile schon 10 wieder arbeiten. Ja, und wenn ich dann 65 bin oder 60, dann darf ich von einem Tag an überhaupt nicht mehr arbeiten. Ganz schrecklich, dann bringen sich die Leute zum Teil um. Ja, in der Anarchie darf man mit 100 noch arbeiten, da kannst du arbeiten, solange du willst. Du musst aber nicht. Ja, und wir glauben, dass unterm Strich bei der Produktivität und bei dem Wegfall von den unnötigen Kram wir alle leben können und wir können uns Leute, die nicht arbeiten, leisten. Klammer auf, rein volkswirtschaftlich betrachtet, leisten wir uns das heute auch. Obwohl Leute gezwungen werden, nicht zu arbeiten. Ich denke nur mal an Leute, die einen Asylantrag gestellt haben. Die dürfen nicht arbeiten, die würden gerne wollen. Ich denke an viele Hartz-IV-Empfänger, die gerne eine vernünftige Arbeit machen würden, nicht irgendeinen so bescheuerten Quatsch für einen Euro. Ja, ich meine, ich kenne das, meine Frau arbeitet in so einem Projekt mit, ja, wo Hartz-IV-Empfänger irgendwie Jobs kriegt, das ist zum Heulen. Wir glauben, dass die Wirtschaftsleistung, wenn sie vernünftig organisiert ist, unglaublich stark ist. Und jetzt kommt die letzte aller Fragen, die will ich auch summarisch abhandeln. Was ist denn mit dreckigen Arbeiten, mit ekeligen Arbeiten, die niemand machen will? Gulli reinigen zum Beispiel. Boah. Ja. Da setzen wir einfach auf die Stärke, dass wir nicht mehr in einer großen Massengesellschaft leben, in der jeder sagen soll, der Nächste machen, das wäre egal, sondern Anarchie baut auf kleinen, überschaubaren Einheiten auf. Das geht von ganz, ganz kleinen Gruppen über 20, 30, 50, 100 Leute, wo sich jeder kennt, die sich wiederum föderieren. Und da ist es unglaublich schwierig, sich dieser normativen Kraft des Faktischen zu entziehen. Wir leben das in unseren Projekten täglich. Wir haben zum Beispiel in diesem Wohnprojekt Eilertshof, Generationenwohnprojekt, Menschen von 2 bis 76, vielleicht haben wir schon eins mit 0, wir erwarten jeden Moment ein Baby. Aller sozialen Herkunft, aller Biografien, aller politischen oder religiösen Überzeugungen, das sind nicht alles Anarchisten, nicht, dass das missverstanden wird. Das ist ein anarchistisches Projekt oder ein anarchisches Projekt mit anarchischen Strukturen und da wird niemand gefragt, an was er glaubt, sondern willst du nach diesen Strukturen leben, dann ist das für uns hinreichend libertär. Wenn da etwas gemacht werden muss, wo eigentlich normalerweise niemand gerne machen würde. Es gibt eine unglaublich hohe Bereitschaft, das zu tun, weil wir tun es für uns, für unseren Lebensraum, für unser Projekt. Und da wird sich auch niemand zu schade sein, in Gulli herabzusteigen, wenn es nötig wäre. Im Moment rufen wir natürlich eine Firma, die spezialisiert ist. Ja? Aber man kann es natürlich auch in so einer, ist jetzt nur ein Beispiel, ist eine Metapher, das mit dem Gulli, es gibt tausend unangenehme Arbeiten. Aber die Frage ist natürlich die, wenn ich eine Wirtschaftsform habe, plus eine politische Form, die mir Freiheit gibt, die mir eine neue Lebensqualität gibt, wie groß wäre dann die Bereitschaft von hinreichend Menge von Menschen, die sagen, wenn irgendwas unangenehm ist, wir werden das schon irgendwie machen, wir werden das schon aufteilen. Ja, das sind natürlich Spekulationen, ich bin ja sehr weit weggekommen, jetzt möchte ich doch noch die Kurve kriegen, damit ihr... Ich werde jetzt noch zum Schluss ein bisschen was über unser Projekt erzählen und zum Schluss lese ich euch, wenn ihr noch wollt, einen kleinen Mutmacher. Einen Mutmacher braucht man auch ab und zu. Nämlich, wir sind ja alle Spinner und Utopisten, das sind ja alles Utopien. Da kommt mein Vati dann wieder raus, ne, so ein bisschen. Also in den letzten Jahren nicht mehr, aber mein Vati vor 20 Jahren. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz erklären, was wir da eigentlich tun, damit auch keine Mythen gebildet werden. Die Projekt-A-Idee beruht auf einer ganz einfachen Grundüberlegung, die im Übrigen auch dem anarchistischen Gewerkschaftsgedanken zugrunde liegt, dem Anarchosyndikalismus, der zum Beispiel sagt, eine Gewerkschaft ist nicht irgendein Verein mit Kasse, der die Löhne der Inflation anpasst und für Arbeitssicherheit sorgt, sondern eine Gewerkschaft müsste eigentlich viel mehr sein. Eine Gewerkschaft müsste eigentlich etwas sein, mit dem man die Gesellschaft letztendlich ändert, in den Gewerkschaften überflüssig werden. Das war ja in der Sozialdemokratie auch mal ganz, ganz, ganz früher so, als Johann Most oder solche Leute noch was zu sagen hatten. Das ist längst vergessen, das wissen vielleicht noch ein paar Historiker in der Hans-Böckler-Stiftung, aber sonst niemand mehr. Wir versuchen, Modelle zu schaffen, die hier und heute funktionieren, die deswegen natürlich in Tendenz erstmal reformistisch sind, die im System funktionieren. Das heißt, sie können nicht so sein, wie wir uns das vorstellen. Sie können nur eine Vorwegnahme in kleinen Nischen, die wir uns freikämpfen, sein,
um anderen Menschen Inspiration und Mut zu geben, zu sagen, hey, es geht auch anders. Das sind nicht unsere idealtypischen Vorstellungen. Aber wir sind ja sehr hinterlistig. Wir sind ziemlich sicher, dass wenn solche Projekte über eine gewisse Zeitraum, wir sind ja schon in der zweiten Generation, in einem geografischen Raum wirken, dass dann immer mehr Menschen innerlich Abschied nehmen von Unterdrückung, Hierarchie, staatlichem Denken, ich gebe meine Probleme jemand anders in meinem Landtag, Abgeordneter soll das schon mal für mich machen. Das ist total subversiv. Das ist subversiv eher im Sinne von Gandhi als im Sinne von Durruti. Aber, ich sagte eben, die Spanier, die waren 1936 2 Millionen Organisierte, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die haben 1908 angefangen. Und die haben mit ihren Gewerkschaften genau dieses Konzept gefahren. Und das wissen natürlich viele junge Anarchisten, die sagen, 1936, geil, Revolution, Barrikaden, bum bum, das ist ja auch toll, war ja auch wichtig und richtig, aber was dahinter steckt, dass diese Revolution 40 Jahre vorher angefangen hat, das vergessen sie gerne. Und was hat die CNT in diesen 40 Jahren gemacht, diese Gewerkschaft? Sie hat beides gemacht. Sie hat sowohl in den Betrieben die militanten Kämpfe geführt, sehr mit harten Bandagen, mit sehr viel direkter Aktion, mit sehr viel Basisbeteiligung, die hatten überhaupt keine Funktionäre, die hatten keinen einzigen Funktionär, oder die, ich glaube, einen bezahlten Funktionär bei 2 Millionen Mitgliedern, der kriegt den Facharbeitergehalt. Das soll sich der DGB mal hinter die Ohren schreiben, finde ich. Ich bin selber Verdi-Mitglied, ich weiß, wovon ich rede. Das Subversive waren nicht die Barrikaden. Die Barrikaden waren ein Resultat eines Wirkens im Alltag. Anarchistischer Gewerkschaft zu sein, in Argentinien, in Spanien, in manchen anderen Ländern auch, in dieser Zeit, bedeutete, in einer Parallelwelt zu leben, die jeden Monat mächtiger und wichtiger wurde. Da ging es nicht nur um Tarifkämpfe. Eine solche Gewerkschaft hat eigentlich alle Bedürfnisse des Lebens damals abgesegnet. Vom Urlaub machen, über Essen, über Kindergärten, über Bildung, über keine Ahnung. Du konntest alles in dieser Liebe... Bitte? Straßenbau, was du willst, Kooperativen. Du konntest dein Leben innerhalb libertärer Strukturen leben. Heute ist es so, in meisten anarchistischen, ich sag mal, Kreisen, ja, da gibt es irgendwelche Gruppen, die treffen sich einmal die Woche oder die gehen auf die angesagten Demos. Aber ansonsten, sozial ist da sehr wenig im Alltag verankert, in der Banalität des Alltags. Darum fallen auch so viele raus. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Untersuchung gemacht, europaweit. Wie ist das mit den Anarchisten? Warum gehen mit 16 rein und mit 26 spätestens wieder draußen, meistens? Ja, nicht, weil die Leute ihre Überzeugungen verkauft haben. Die haben die noch. Die meisten haben Interviewpartner gesagt, wir sind immer noch derselben Meinung. Aber da kommen plötzlich Sachen im Leben, man kriegt ein Kind. Das ist ja nicht politisch, das interessiert ja niemanden. Ja? Ich habe meine Berufsausbildung abgeschlossen, ich habe plötzlich einen Job. Ja? Ich habe nicht mehr so viel Zeit, auf jedes Plenum und jedes Demo zu gehen. Das sind die Knackpunkte, wo die Leute aufbrechen. Und da hat unsere Bewegung heute sehr wenig Antworten drauf. Wir haben sehr wenig Projekte, die im Alltag, ohne groß Etiketten mit der Fahne zu wedeln und einfach sagen, wir machen das. Wir versuchen das möglichst anarchisch zu machen. Das war die Stärke der anderen Bewegung. Die haben nämlich beides gemacht. Und das war das Geheimnis, als in dem Moment, wo eine Krise kam und der Putsch war und die Leute die Schnauze voll hatten, plötzlich Millionen Menschen mit den Anarchisten ging. Das waren nicht alles Anarchisten, das waren Mitläufer zum großen Teil. Aber der springende Punkt war, die haben gesagt, wir kennen die jetzt seit 30, 40 Jahren im Stadtteil, die machen tolle Sachen. Was die sagen, ist vernünftiger, als was uns die Politiker erzählen. Das ist die Subversivität, die in solchen Projekten steckt. Das heißt, wenn ihr nach Neustadt kommt, uns irgendwann mal besuchen sollt, ihr solltet euch nicht wundern, unsere Projekte sehen irgendwie ziemlich spießig aus. Unser Buchladen ist kein linker Buchladen. Unser Buchladen ist ein ganz normaler Buchladen. Er ist allerdings seit 24 Jahren kollektiver Buchladen. Da findet ihr die Tourismusliteratur über die Elbetritschen und über Saumagen. Da findet ihr auch die Bibel. Aber ihr habt eine solche Abteilung Anarchismus, die ihr in keinem Buchladen habt. Und da steht ein kleiner Hinweis, da stehen die Visitenkarten vom Tante-Emma-Laden. Tante-Emma-Laden ist unser libertärer Infoladen. Tante Emma, das Wortspiel, Emma Goldman, ist eine bekannte amerikanische Anarchistin und Feministin, ist ein kleines Wortspiel. Aber in diesem Tante-Emma-Laden, da gehen die Autonome Szenen rein und die Anarcho-Punks, die Antifas. Da gehen aber auch die Omas von unserem Projekt rein. Da geht auch Attac rein. Da gehen auch die Gewerkschafter rein. Da trifft man sich. Das ist nicht irgendwie so isoliert. Da gehen auch die Nachbarn aus der Straße rein. Das ist so ein bisschen der Unterschied oder das, was wir wollen. Wir wollen einfach so eine Stadt von beiden Seiten. Wir machen auch politisch, wir machen die ganz normalen Aktionen. Wir fahren auch auf die Demos. Wir sind auch beim Castro dabei oder sonst wo, oder beim G8 dabei. Aber wir machen nicht nur das. Das war ja die Frage, die wir uns damals gestellt haben. Wir können nicht immer nur gegen was sein, wir müssen auch für was sein.
Und diese Infiltration, nun ja, die trägt ihre Früchte in beide Richtungen. Das können wir vielleicht in der Diskussion weiter ausweizen, will ich jetzt gar nicht. Wir sind ja, unser Thema ist ja Ökonomie, genau, ich muss den Faden wiederfinden. Also wir haben dort Wirtschaftsbetriebe gegründet, vor 20 Jahren, manche schon vorher. Also vor 20 Jahren war die große Gründungswelle. Und diese Wirtschaftsbetriebe müssen sich ja im Kapitalismus bewegen. Das sind ganz, eigentlich steuerlich ganz normale Betriebe, die müssen sich auf dem Markt bewähren. Unser Anspruch war, dass wir einerseits vernünftige Dinge herstellen, also wir sind auch in vielen Sachen ökologische Vorreiter gewesen, und zweitens, dass es selbstverwaltete Betriebe sind, das heißt Betriebe ohne Chefs. Und ich muss einfach ich will eine ganz schnelle Bilanz ziehen, ich will das auch nicht beschönigen, wir haben Riesenrückschläge gehabt, wir haben Riesenkrisen gehabt, wir haben auch Streit gehabt, aber das Ding gibt es immer noch. Wir sind jetzt in der zweiten Generation. Wir sind übrigens auch in der zweiten Generation rückwärts, wenn ich das mal erwähnen darf. Das ist ganz interessant. Also dieses Projekt A gibt es in mehreren Städten. Wir haben sehr viel Kontakt zu Barcelona. Die haben sich viel besser entwickelt als wir. Die sind auch politisch viel weiter als wir. Die kamen jetzt vor zwei, drei Jahren ganz stolz mit ihren Kindern, denen wir damals kleine Rotznasen waren, die mittlerweile groß sind. Die bauen jetzt ihre ersten Kooperativen auf, zweite Generation. Und da haben wir gesagt, super, toll, aber wir haben die zweite Generation rückwärts. Bei uns sind mittlerweile die Eltern, der junge Anarchist von vor 10, 15 Jahren, der jungen Antifas, die gesagt haben, gebt euch bloß nicht mit diesen schlimmen Anarchisten ab. Die treten jetzt in anarchistische Projekte ein, die Eltern. Das finde ich ganz besonders, da bin ich ganz besonders stolz. Die machen auch mit und das ist so wie mein Vater mit dem Schrank. Das heißt, wir haben so eine Breitenwirkung. Wir sind auch mittlerweile sehr akzeptiert in der Stadt, man nimmt uns ernst. Die Presse berichtet über uns. Neulich haben zwei Anarchistinnen vom Bürgermeister die goldene Ehrennadel für ihr tolles Engagement gekriegt. Zwei ältere Damen, wohlgemerkt. Ja. Das war die ganze Salat gegrinst und die eine sagte, da ist eine Spanierin. Ja, Sie wissen ja, ich bin ja Anarchiste. Ja, und dann hat sie so ein bisschen erzählt. Und unser Sozialdezernent, das ist ein ganz Rechter, der wurde kreidebleich, ist dann aus dem Saal gegangen. Also solche Sachen. Wir glauben jetzt nicht, dass wir die Stadt unterwandern werden, aber wir bilden langsam, sage ich mal, eine ernstzunehmende Gegenstruktur. Und was jetzt... Ist ja klar, wenn man so Mitte 30 ist, dann gründet man natürlich sich Arbeitsplätze, weil man vernünftige Arbeitsplätze möchte und wenn man möglichst selbstbestimmt arbeiten will, mit all den Widersprüchen, die es im Kapitalismus natürlich hat. Und jetzt sind wir ja auch älter geworden, das war eine interessante Erfahrung, hätten wir nie geglaubt. Auch Anarchisten werden älter. Wir haben gesagt, wir bleiben immer ewig jung, aber das stimmt nicht so ganz. Und wenn man älter wird, hat man plötzlich andere, sag ich mal, andere Dinge, die einen beschäftigen. Und jetzt wurde plötzlich alt werden oder krank werden zu einer Frage. Und ja, wir haben gesagt, das ist ja ein Problem, das betrifft nicht nur uns. Egal wie alt man ist, jeder kann morgen ein Pflegefall sein. Man kann auch mit 28 einen Schlaganfall haben. Und wenn wir alle in der Gnade sind und alt werden und gesund bleiben, ist trotzdem die Vereinsamung da. Wir haben ein demografisches Problem, das in Europa zu einem großen sozialen Faktor werden wird. Der wird bestimmt in etwa die Wertigkeit von Lohnkämpfen kriegen. Da ist ein sozialer Sprengstoff drin. Und ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, mittlerweile ist eine ganze Industrie darauf eingeschwenkt, auf alt werden. Große Sozialkonzerne machen das. Wir waren Microsoft und Caritas und AWO und Fraunhofer-Institut, alle machen riesentolle Modelle für die alten Menschen. Wir lösen eure Probleme. Also erstmal ist Altwerden eigentlich kein Problem, sondern eine Lebensphase. Aber egal, es gibt wieder fertige Dinge, die man für Geld kaufen muss. Und wir haben gesagt, wir würden eigentlich gerne eine typisch libertäre Antwort auf diese Frage entwickeln. Und daraus ist dieses Projekt Eilhardshof entstanden, von dem ich euch alle Prospekte auf den Stuhl gelegt habe, damit ihr bequem sitzt, aber ihr könnt es ja auch mal mitnehmen und lesen. Das ist jetzt der Versuch, ich will es kurz skizzieren, worin der besteht. Wir sagen, in Würde alt leben darf keine Frage des Geldes sein. Wir haben ein Projekt, das war nicht einfach, und darum komme ich nach Ökonomie. Wir haben ein Projekt geschaffen, in dem ein Hartz-IV-Empfänger genauso mitmachen kann wie ein Manager von der BASF. Keine Metaphern, sind beide in unserem Projekt drin. Also wir haben wirklich, das ist jetzt, man könnte meinen, ich bin Werbemensch, ich habe mir das ausgedacht, wir haben wirklich die alleinerziehende Mutter mit Multipler Sklerose in unserem Projekt, die kein Einkommen hat.
Und wir haben auch den BASF-Manager, das ist nämlich einer der Eltern von den Anarchisten, zweite Generation, der uns im Übrigen die ganzen Bankverhandlungen gemacht hat, der kann das nämlich, die haben in China da die Fabriken aufgebaut, also wer mit Chinesen Bankverhandlungen führt, kann eine Sparkasse oder die Ökobank oder die Umweltbank leicht über den Tisch ziehen. Der hat also den Banken nicht gesagt, können Sie uns einen Kredit geben, wir haben ein tolles Projekt, sondern der hat gesagt, wir sind ein tolles Projekt, das ist wichtig für Image, was können Sie uns denn bieten? Sie brauchen uns, ja, also... Der hat auch also den Zinssatz, den er ausgehandelt hat, darf ich gar nicht erwähnen. Ich will damit sagen, es sollte ein Projekt sein, was für Menschen auch für arme Menschen geht. Die allermeisten Projekte des generationsübergreifenden Lebens in Gemeinschaften, da muss man Geld mitbringen. In der Genossenschaft muss man Einstand zahlen, das sind so zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Und wenn Sie zur Caritas oder AWO gehen und kaufen sich so eine Wohnung, sind Sie auch 100.000 oder 200.000 los. Das heißt, das können sich eigentlich nur relativ gut betuchte Leute leisten. Zweitens, wir wollten ein selbstbestimmtes Projekt. Wir wollen keine Chefs. Wir wollen, dass wir basisdemokratisch entscheiden und selbst organisieren. Und drittens, wir wollten unsere Immobilien im Kollektivbesitz, ein Gemeineigentum haben und dass das auch so bleibt. Und viertens, jetzt kommen wir zum Punkt, wir wollten es auch finanzieren. Wie macht man das, wenn man kein Geld hat? Jetzt sind wir bei der Ökonomie. Ich breche das jetzt mal runter. Ich möchte auch aus dem Verdacht rauskommen, wir Anarchisten haben ja nur Ahnung von irgendwelchen blumigen Utopien irgendwann mal. Also Spanien habe ich ja schon gesagt, das war eine große Sache. Ich gehe jetzt von einer ganz kleinen Sache, die natürlich auch keine anarchistische Utopie ist, weil sie im Kapitalismus ist. In der Anarchie wird das alles ganz viel einfacher. Aber selbst im Kapitalismus gibt es, ich sage es mal so, es gibt ja diese berühmte ideologische Debatte, gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Oder gibt es ein Leben vor der Revolution? Ich würde sagen, ja, dezidiert, es gibt ein Leben vor der Revolution. Und man soll es auch nutzen. Also es gibt auch viele, viele Nischen und Tricks, die man nutzen kann. Ich will euch ganz kurz unser Finanzierungsmodell erklären. Es gibt etwas, das ist nicht auf unser Mist gewachsen. Das gibt es in Freiburg, das Mietshäuser-Syndikat. Vielleicht kennt das einige. Nein? Gut. Das Mietshäuser-Syndikat ist eine super Idee. Ist entstanden aus besetzten Häusern, die legalisiert werden sollten, konnten, wollten, aus der Rettung von bedrohten Fabriken und so weiter. Und die hatten dieselbe Problem und die haben gesagt, die haben eine Idee aufgegriffen, für die Muhammad Yunus vor 3 Jahren den Friedensnobelpreis bekommen hat, nämlich Mikrokredite. Viele, viele kleine Kredite bewegen unglaublich Großes. Bloß bei uns eben umgekehrt, wir sammeln die Kredite, die anderen geben die. Oder er sammelt sie auch und gibt sie auch. Aber der Grundgedanke ist der gleiche, dass Solidarität sich verdichtet, indem man viele, viele kleine Beiträge zusammenbringt. Die Idee ist ganz genial. Man gründet eine GmbH. In dieser GmbH sind die Mieter, das sind alles Mietprojekte, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das sind Mietprojekte. Das ist ja der Grund, warum es das jeder leisten kann. Unsere Mieten sind immer auf dem Hartz-IV-Niveau. Das heißt, wer kein Geld hat, kann sich das finanzieren lassen. Die Mieter sind in einem Mieter-EV organisiert und die halten an der GmbH 51%. Das heißt, die Mehrheit. Das Mietshäuser-Syndikat hat 49%. Der GmbH und hat damit eine Sperrminorität. Und die ist laut Vertrag so geregelt, dass das Syndikat darüber wacht, dass diese vier Basics, die sozialen Basics, eingehalten werden. Diese Immobilie wird nie wieder in den Spekulationsmarkt eingeführt. Die bleibt unsere. Also wir könnten in aller Zeit in 3 Jahren bestimmt für 6 Millionen verkaufen. Und dann haben wir 4 Millionen verdient und dann können wir auf die Bahamas gehen. Das geht nicht. Selbst wenn wir so korrupt wären. Das Mietshäuser-Syndikat sagt nein. Es muss basisdemokratisch sein, es muss sozial sein und jetzt kommt der fünfte Punkt, es gibt Solidarbeiträge ins Syndikat. Unser Projekt refinanziert sich durch Mieten, wir zahlen ja Mieten. Und irgendwann ist es natürlich schuldenfrei, wenn ihr euch jetzt eine Doppelhaushälfte oder ein Häuschen kauft und zahlt immer eure Bankkredite, irgendwann gehört es euch nach 20 oder 40 Jahren, je nachdem wie schlecht eure Konditionen sind oder wie blöde die Wechselkurse raufgehen. Und dann könnt ihr ja sagen, jetzt habe ich genug, jetzt Hände in den Schoß. Wir zahlen immer Miete. Das ist ein lang angelegtes, nachhaltiges Projekt über Generationen. In 100 Jahren wird auch noch Miete gezahlt. Immer, die Leute, die da wohnen, sollen nicht einfach von unseren Früchten, unsere Kinder oder wer das immer sein wird, sondern die sollen auch zahlen, aber diese Zahlungen gehen in den Solidartopf. Aus diesen Solidartöpfen werden neue Projekte finanziert. Wir sind, wie gesagt, das 43. Wir sind schon in den Genuss gekommen, dass wir schon Gelder bekommen haben aus dem Solidartopf. Aber wir fördern auch noch. Sodass praktisch da ein Solidarkreislauf von Geld geschaffen wird. Die Gelder kommen
von den Leuten, die da wohnen. Jeder bringt ein, was er kann, aber niemand muss etwas einbringen. Wir haben Leute, die bringen keinen Pfennig ein oder keinen Cent, weil sie nichts haben. Die sind genauso gleichberechtigt wie jemand, der seine ganzen Ersparnisse reingesteckt hat. Jetzt kommt ein springender Punkt. Viele von euch kennen vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus Erzählungen die Kommunen. Es gibt ja auch noch einige Kommunen, es gab mal sehr viele. Da hat man ja alles reingegeben, wie in einem Kloster, da gibt man ja sein Eigentum auf, man gibt alles rein. Und die waren sehr instabil. Viele haben sich atomisiert, die sind explodiert in dem Moment, wo es Streit gab. Da wollte jemand sein Geld plötzlich wieder haben. Ja? Wenn es Krach gab. Oder wenn jemand, muss ja kein Krach sein, jemand kann sich verlieben oder kriegt einen Job irgendwo und geht weg. Dann sind die geplatzt. Wir geben unser Geld an uns selbst nur als Darlehen. Sogenannte Direktkredite. Das heißt, ich habe mein ganzes Geld, was ich hatte, das war zwar nicht sehr viel, aber es war für mich viel, alles an uns selbst verliehen. Wir zahlen an uns selbst Miete, das Haus gehört uns, aber wir mieten bei uns. Ja? Das hat folgenden Vorteil, wenn jemand aus dem Projekt aussteigen will, muss oder möchte, ist es kein Problem, die hätte das Projekt nicht. Ich kündige meinen Mietvertrag und lasse mir mein Darlehen auszahlen. Entweder in Batzen oder als Summe, je nachdem, was vereinbart, oder in Raten, was vereinbart war. Das ist ein sehr stabiles Modell. Ich darf dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben auf demselben Idee, aber da kannten wir das Mietshäuser-Projekt-Syndikat noch nicht, vor 20 Jahren in Neustadt den Ökohof gekauft. Eine alte Fabrik, die abgerissen werden sollte. Wir haben das auch politisch erkämpft und dann haben wir ihn gekauft. Mit einem gleichen Modell, das hieß nur damals nicht Direktkredit, wir haben das damals Leihgemeinschaften genannt oder so ähnlich. Damals haben alle Banken die Nase gerümpft und haben gesagt, das ist ja nicht seriös. Heute rümpft keine Bank mehr die Nase. Ich sage nur Lehman Brothers oder eine gewisse isländische Bank. In der Zeit sind nämlich allein in diesem Zusammenhang, wie gesagt, über 40 Projekte entstanden mit einem riesen Millionenvolumen. Kein einziges ist jemals pleite gegangen, oder weil man sich auch untereinander hilft, wenn ein Projekt in Krise gerät. Daher ja dieser Solidarverbund. Und die Banker haben erkannt, dass gerade die alternativen Linken die bravsten und besten Kunden sind, weil sie nämlich mit Herzblut hinter ihrem Projekt stehen und alles tun würden, um es zu retten. Ein normaler Unternehmer würde sagen, meine GmbH ist am Ende, ich fahre sie an die Wand, ich gründe eine neue. Tschüss. Ja? Als wir anfingen jetzt, da heißt das Projekt A Plan B, das ist etwas selbstironisch, der Name Projekt A Plan B, als unsere Banken ranzutreten, kamen plötzlich unsere ganzen regionalen Banken und wollten das unbedingt mit uns machen. Wir haben mittlerweile gemerkt, dass das super funktioniert. Oder um mal das Beispiel Mohammed Yunus zu nehmen, als er den Nobelpreis kriegte, hat er, glaube ich, 18.000 Kredite vergeben. Von denen sind zwei geplatzt. Das ist eine Quote, von denen träumt jeder Banker. Das heißt, diese Projekte sind enorm stabil und das haben auch die Banken erkannt. Und wir haben einen Slogan, der heißt, lieber 1.000 Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken. Wir haben aber eine Bank im Nacken, aber wir haben sie nicht im Nacken. Wir haben nämlich eine sehr gute Bank gefunden, die darf ich ruhig empfehlen, das ist keine Werbung, das ist die Umweltbank in Nürnberg, eine ethisch sehr motivierte Bank, auch die GLS-Bank, die damals das mit uns gemacht hat, das habe ich ja vergessen zu erwähnen, damals vor 20 Jahren, die einzige Bank war die GLS-Bank. Die gibt es auch heute noch, sehr aktiv, die macht viele alternative Projekte, heißt Geben, Leihen, Schenken, ist ein sehr sympathischer Name für eine Bank, aber es ist eine anthroposophische Bank, aber die hatte mittlerweile sehr viel schlechtere Konditionen. Und wir sind sehr zufrieden. Und jetzt kommt das, was euch angeht. Also wir haben unser ganzes Geld da reingegeben, ihr dürft das auch tun. Ihr dürft auch Direktkredite geben. Ihr dürft. Also ich bitte euch, darüber nachzudenken, ob ihr das könnt. Das ist folgendes. Das ist ein Solidarprinzip. Man nennt das in Amerika ethisches Investment. Das ist ja kein geschenktes Geld, das ist eine Leihe. Die Sicherheit ist über die Immobilie abgesichert und die Refinanzierung erfolgt aus Mieten. Und unsere Idee ist, und die Idee von allen Mietersyndikatsprojekten, dass wir möglichst viele kleine Kredite zusammenkriegen. Das geht bei uns ab 500 Euro, bei allen ab 500 Euro los, weil unter 500 Euro macht der Verwaltungsaufwand keinen Sinn. Und die Höhe des Kredites, die Laufzeit, die Rückzahlungskonditionen und die Verzinsung innerhalb 0-3% bestimmt der Kreditgeber selber. Und er bestimmt auch, nur für den Allertshof oder auch für andere Projekte. Warum das? Ja, es kommt vor, dass Projekte mehr Kredite kriegen, als sie brauchen. Die geben sie dann weiter an andere Projekte, die weniger haben. Wir haben in unserer Phase bereits Kredite von anderen Projekten bekommen und wir werden mit Sicherheit welche geben. Kredite werden über die ganze Zeit der Rückzahlung weiter akquiriert.
Und was die Zinsen angeht, ist es natürlich kein super Spekulationsgewinn. Das ist kein Investment, um reich zu werden. Beziehungsweise die meisten, die mit Investment reich geworden sind, sind ja inzwischen arm geworden, wenn sie da mit 18% oder 26% Rendite gerechnet haben. Aber es ist immerhin mehr als ein normales Sparbuch, ein durchschnittliches Sparbuch bringt heutzutage. Aber darum soll es eigentlich nicht gehen. Es sollte niemand da Geld investieren, weil er reich werden will. Es sollte auch niemand Geld investieren, dem es wehtut. Aber unsere Erfahrung zeigt, es gibt viele Menschen, die sagen, was ihr da macht, ist ein Pionierprojekt. Wenn ich da Geld reinstecke, tue ich was Gutes, geht mir gut dabei und ich tue indirekt auch was für mich. Denn was ihr da macht, wird vielleicht in 10, 20 Jahren so normal sein wie Wohngemeinschaften heute. Als ich anfing zu studieren, gab es noch keine einzige Wohngemeinschaft. Das war was völlig Exotisches. Es braucht immer so Pioniere, die sowas voranbringen. Und die Idee ist einfach zu sagen, wenn ich 500 Euro oder 2000 oder 5000 oder 800 Euro habe, die ich nicht dringend brauche, ob die auf der Bank liegen und Scheiße machen oder bei euch liegen und was Gutes machen, dann lasse ich sie mal für ein oder drei oder zwei Jahre oder ein halbes Jahr bei euch liegen, damit da was Vernünftiges mit passiert. Wir sagen, wir nennen das unter dem Slogan, lass dein Geld mal was Vernünftiges machen. Damit beende ich auch jetzt den Werbeblock. Ihr merkt, das mache ich ohne rot zu werden, weil ich voll dahinter stehe. Ja, also, mein Vater hat ja auch damals gesagt, das ist alles Utopie, du bist ein Spinner. Ja, was ist eigentlich eine Utopie? Ich finde das ein sehr ehrenwertes Wort. Utopia, altgriechisch, ne? An einem anderen Ort, nicht hier, anderswo. Aber nicht existent. Der Duden definiert es ja mehr oder weniger als ein Hirngespinst. Die richtigen Utopisten haben immer gesagt, eine Utopie ist die Vorwegnahme einer noch nicht realisierten Gesellschaft. In diesem Sinne möchte ich euch einfach daran erinnern, dass wir heute in einer Utopie leben, nämlich in der von gestern, in der Demokratie. Einem Menschen, der vor 300 Jahren behauptet hätte, dass dereinst ein Volk nicht mehr vom Gott gewollten König regiert werden würde, hätte man glatt für verrückt erklärt. Die Vorstellung, alle paar Jahre ein paar hundert Leute auszuwählen, die sich zusammenhockten, diskutierten und statt des Monarchen regierten, wären absurd erschienen. Weil es gegen die Natur des Menschen verstieße oder gegen die bewährte Ordnung der Dinge oder den göttlichen Willen. Man hätte die Verkünder solcher Ideen als gefährliche Aufwiegler verfolgt oder bestenfalls als Utopisten ausgelacht. Tatsächlich ist das ja auch alles geschehen. Heute indes leben wir genau nach diesem Muster. Wir nennen es Demokratie und finden es völlig normal. Wer heute eine Rückkehr zur Monarchie fordert, gilt als Idiot. Politische Herrschaft ist nicht Ausdruck des Bösen, sondern eine Form der Verwaltung. Diese Verwaltung kann besser oder schlechter organisiert sein. Was dabei gut oder schlecht ist, hängt von der Perspektive ab, das heißt von der Frage, für wen gut oder schlecht. Untersuchen wir die Frage vom Standpunkt derer, die man allgemein das Volk nennt, also von unserem, wie stark kommen wir in der Verwaltung vor? Früher herrschte ein Einzelner im Namen einer Idee, die sich auf einen Einzelnen berief. Der einzige Herrscher, der Monarch, betrieb als Vasall, Herzog oder König sein Verwaltungsgeschäft im Namen des einzigen Gottes. Die uneingeschränkte Herrschaft eines Einzelnen nennen wir Autokratie. Sie brachte Fremdherrschaft hervor. Heute herrschen viele im Namen einer Idee, die sich auf das ganze Volk beruft. Diese vielen Herrscher, Polyarchen, betreiben als Abgeordnete, Minister, Regierungschefs ihr Verwaltungsgeschäft im Namen der Gesamtheit der mündigen Wahlbürger. Die eingeschränkte Herrschaft vieler im Namen aller nennen wir Demokratie. Sie bringt Stellvertreterverwaltung hervor. Gemäß der anarchistischen Idee, die heute noch im Rang einer Utopie steht, herrscht morgen jeder über sich selbst oder was dasselbe ist, niemand mehr über andere. Die Gesamtheit nicht herrschender Menschen, Anarchen, betreiben als autonome Individuen ihre Verwaltungsgeschäfte gemeinsam mit anderen Menschen in dezentralen Strukturen im Namen ihrer selbst.
Herrschaft wird durch Selbstorganisation ersetzt, einen Zustand, den wir Akratie nennen. Und sie würde Selbstverwaltung hervorbringen. Soweit wäre ein gesellschaftlicher Zustand der Akratie mit der Organisationsform der Selbstverwaltung und für die Partizipation aller Menschen der am weitest fortgeschrittene Entwicklungszustand. Alles, was wir aus dieser Tatsache folgern dürfen, dass das Gros der Menschheit sich von der Autokratie zur Demokratie bewegt hat, ist, dass Wandlung möglich ist. Wie absurd diese Zielvorstellungen solch einer Wandlung von den Zeitgenossen wahrnehmen, also wie bekloppt wir wahrgenommen werden, ist unerheblich, weil sich auch die politischen, moralischen und gesellschaftlichen Ansichten wandeln. Nichts ist unbeständiger als der Zeitgeist. Und jetzt kommt zum Schluss noch mein Sahnehäubchen für die, die unter euch oder uns, die sich als Anarchisten verstehen. Für überzeugte Libertäre und Anarchisten bedeutet dies, sofern sie in solchen Prozessen überhaupt eine Rolle spielen wollen, zweierlei. Sie dürfen erstens nicht nur auf das Endziel starren, sondern müssen die Krisen der heutigen Herrschaftsform als Strukturprobleme einer falschen Verwaltungsphilosophie verstehen und als Chancen. Zweitens dürfen sie nicht auf die automatische Erfüllung solcher Entwicklungsstränge hoffen, sie müssen etwas dafür tun. Das heißt, nach Wegen, Ansätzen und Chancen suchen, sich mit besseren Strukturen dort einzubringen, wo die schlechteren Strukturen des Staates versagen. Ein Aufspüren von Krisen also, das jedoch nur dann Sinn macht, wenn die Libertären außer Kritik auch Alternativen im Gepäck haben. Mit einem Wort, die Libertären müssen auch lernen, strategisch zu denken. Und ich glaube, jetzt ist auch klar geworden, warum ich über unser kleines, popeliges Projekt in diesem großen Rahmen berichtet habe. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Sehr lange Zeit.